1-2. Okay. Puh. Hallo und willkommen bei Mo vom WA. Ich bin Mo Tensen und ich bin wieder da mit der HP Reverb. Teste ich heute rum. Ja, das klingt nicht nur dumm. Bei mir ist Piranha. Hi Piranha. Hallo. Piranha hat heute seit 6 Uhr durchgezockt. Durchgespielt. Zähl mal alles auf, was du gespielt hast. In der Zeit fordere ich jemanden auf, unser Spiel hier noch zu joinen. Oh Gott. Das kann ich hier nicht sagen. Ich habe ja auch Flat gespielt und das ist ja Ja, kannst du sagen. Spuck mal furchtbar. aus, spuck mal aus. Nein, das möchte ich ja nicht sagen. Das ist ja, was Hallo spiele ich Game denn Hits. so hier? Hallo Armin. Wieso? Nee, ich Ich habe spiele auch die nicht ganze gesagt, Zeit ich Flat. bin. Ich habe gestern 3 Stunden Destiny 2 gespielt. So schaut's Okay, aus. cool. Erzähl. Cyberpunk hast du gespielt, ne? Nein, Daisy habe ich gespielt. Ah, okay. Ist ja im Prinzip dasselbe in Grün, ne, oder? Ja, Weißt schon. Spiel sagt einem, sammle viele Sachen und horte sie und verbuddel sie irgendwo und ja. Hi Yogi. Übrigens, warte mal. Ich schreibe mal in den Discord, dass wir noch einen suchen, ne? Ich weiß nicht, ob Kiez Benny irgendwie unterwegs ist und irgendwann Nee, käme. der wollte halb kommen, Aber meinst hat er du, gemeint. soll ich mal trotzdem schreiben, ob jemand Bock hat? Ja. Das geht sogar hier. Pop. Oh, hat geklappt. Ich kann es direkt hier, wenn ich die Windows-Oberfläche benutzen kann. Also Leute, ich will nicht nur Population One spielen, oder ja, im Prinzip will ich Population One spielen, aber ich dachte mir, man macht gleichzeitig mal wieder den HP Reverb G2-Test, ja? Hallo Andy. Um mal zu checken, wie sich das mit diesen Controllern hier anfühlt. Und deswegen ist das so. Wollen wir erstmal einfach so reingehen? Was denkst du? Ja. Ja? So mit Random Kids? Okay. Ich kann nicht ready sagen. Doch, jetzt geht's. Oh Gott. So. Mit der HP Reverb ist es auf jeden Fall die flimmerfreieste Version des Spieles, die ich habe. Tatsächlich Ich sieht. habe auch die PC-Version getestet und die ist wirklich ein bisschen flimmerfreier wie die Quest. Ja, das auf jeden Fall. Wobei, hattest du nicht auch das Gefühl, dass es vor dem 90 Hertz-Update, als es noch mit 72 lief, mit ganz leicht höherer Auflösung war? Mir kam es so vor. Aber geflimmert hat es da auch. Ja, das kann ich nicht genau sagen. Ich weiß, dass irgendwie, dass es ein komischer Unterschied ist, seitdem diese 90 Hertz da. Irgendwie ist es, ja, im Menü ist es irgendwie ein bisschen schwammiger geworden alles und ja. Ja, das Gefühl hatte ich auch. Ich konnte das Könnte auch, schon mit der aber Auflösung zusammenhängen, nicht in Worte fassen. Aber so ein bisschen ging es mir ja. auch. Ich wünschte tatsächlich, dass sie einem die Wahl ließen, dass man sagen kann, ey, Ja, genau, ich das nehme wäre ja auch 70, super. passt für mich bei Ja. Spielen, wo es nicht so drauf ankommt. Ich fand es irgendwie ein bisschen knackiger so. Also, weiß ich nicht, kann's, lässt sich schwer sagen. So ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen schärfer, aber es ist, keine Ahnung, es hat sich irgendwie ab 70 Hertz irgendwie anders angefühlt. Ja, unterschreibe ich sofort. Ging mir genauso. So, jetzt warte ich Aber dann wieder. es ist jetzt auch nicht mehr, keine Ahnung, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie es war so wirklich. Ich weiß noch, dass es die Umstellung war komisch und. Ich glaube, ich muss mal meinen Laptop umklappen. Das Dumme ist mit diesem Headset hier, weiß ich nicht, wie ich den Pass-Through machen kann. Ihr seht nämlich immer nur. Also mein Kopf ist ein bisschen abgeschnitten, ne? Wartet mal. Oh. Ich versuch's trotzdem mal blind. Ist besser? Wow. Nicht aufs Kabel treten, Tja. nicht aufs Kabel treten. Ich glaube, besser ist es nicht geworden. Hi, Ja, Access. free. Hey, qué pasa? Okay, Wasser? Qué pasa? Wem? Wat? Wasser? Qué pasó? ¿Qué Yo estoy pasó? haciendo grande, la ciudad la está tomando así, carroza.
Im Ernst jetzt? No. No hablé. No hablé. The fuck? Do you speak English? Ja. Würden wir verhindern, dass er stirbt. Aber ich befürchte. Wo ist er überhaupt? Ich habe ihn verloren. Ey, ich bin jetzt auch total verwirrt abgesprungen. Keine Ahnung, wo wir alle sind gerade. Wo bist du denn? Dich sehe ich noch in der Luft. Ich gehe hier runter. Ich bin gerade in der... Ja, ich bleib bei dir und ach, wow. Wir bleiben zu zweit. Scheiße, ey. Das... Wow. Ich bin verwirrt, ey. Irgendwie fühlen sich die Controller der HP Reverb in der Praxis dann doch anders an. Als die... Quest-Controller merke ich gerade. Irgendwie ein ganz leichtes Gefühl ist anders. Ich könnte es nicht beschreiben. Wahrscheinlich auch Gewohnheit. So. Habe ich jetzt das Mistding aufgenommen? Ich habe es aber nicht getauscht, ne? Ne. Ich mag Bananen. Der Kollege sagt gar nichts mehr. Was mit dem passiert ist? Hat er sich ausgelockt oder was? Nee, ich schweig's am jetzt. Okay. Vielleicht hat er auch sich gemutet, oder? Alright. Und ich höre ja noch, wie er Sachen einsammelt, oder bist du das? Das bin ich wahrscheinlich. Ich weiß es auch nicht, ey. Keine Ahnung. So, okay. Oh oh. Die rote Zora kommt schon wieder, ey. Do you guys speak English? Yes. Yes. Yes, we do. We do. But where are you guys from? But broken from Germany. I'm sorry. Germany, okay. Yeah. And you? America. Oh. California. Oh. This really exists. I don't. Okay. Oh. Where are you guys at? You guys are coming towards me. Where are you? Oh. We come okay, yeah. We're just collecting some stuff and then... Sweet. I did too. I had this drop over here. I got a couple gold guns. Oh, nice. Got a gold good, really? And a gold AKM. Hier ist ja schon alles leer gefuchtelt. In your region? In your area? Yeah. Okay. All right. I don't know. The question is this a nice guy or a bad guy? Exactly. Well, we can fix that. Wo hast du das denn gesehen? Beim Runtersch, also beim Absprung. Okay. I go to excess. So. Okay. Oh, someone is shooting. Yeah. I hear noises in right this direction, yeah? Oh no. I just tagged, I can see him from right here. Alright, alright. Mm. Oh fuck, bei mir ruckelt's jetzt gerade. Ist ja toll. Was habe ich denn hier noch? Muni. They're moving up. Uh oh. The sun is now shrinking. Okay, I... come on this higher position, I come to you. Oh yeah, Piranha, ich sehe da in den Heustapeln Leute rumfuchteln. Ich bin aber auch dramatisch unterbesetzt mit... The battle's probably gonna be over here by Cliffside and Ridgeline. Da ist er jetzt. It looks like these guys are going the opposite direction, so... Komm mal auch weiter nach oben, Mo, weil sonst musst du hier unten durchs offene Feld, ne? Du, wir müssen aber sowieso unsere Directions eigentlich... Ja, aber... Achso, okay, ja. Bist du halt sehr offen hier oben, ja, ja. So gute Deckung. Das stimmt. Leute, übrigens, ich kann euren Chat nur lesen, wenn ich kurz auf Desktop zurückschalte, denn die Chat-Software, die ich sonst immer nehme, um hier das zu lesen, VR bla bla bla, die war noch nicht bereit... zu updaten. Ja, da musst du noch irgendwas Steamiges updaten. Und nachdem ich eine Viertelstunde gewartet hatte, hatte ich dann keinen Bock mehr. Deswegen kann ich jetzt nur in Spielpausen kurz den Chat lesen. Ansonsten
So wie jetzt zum Beispiel. Hi, Normie. Hi, Super Dexter. Hi, Tiens. Destiny. Hi, hi. So. Und Isabella, bist du hier im Zimmer? Kannst du mir einen Gefallen tun? Ich habe es leider selber nicht hinbekommen. Kannst du den Laptop ein ganz bisschen so kippen, dass... Nur wenn du zum Laptop vor die Kamera gehst. Du sollst ihn nicht schieben, du sollst ihn nicht bewegen, du sollst nur die Klappe, wo ja die Kamera drin ist, ein bisschen nach hinten biegen, dass man von mir den Kopf wieder sehen kann. Kannst du das überprüfen? Thank you. Dankeschön, Isa. Wo bin ich denn? Warum bin ich denn da? Okay, danke, Isa. I'm just trying to grab everything. Also wenn das Update später geladen hat, kann ich wahrscheinlich den Chat mal starten und dann hoffe ich, dass ich euch lesen kann. Hier passiert aber auch gerade nichts. Konnte hier Ferien machen und hat gar nicht gestört. Ich verschaffe mir mal einen Überblick. So, ich habe nämlich die letzten, weiß ich nicht, bestimmt die letzte Woche ausschließlich die Quest benutzt, die Quest 2. Und alles andere fühlt sich jetzt immer voll merkwürdig und fremd an. Okay, so we gotta go down that way. I can't see anyone. Oh, it's only three guys left. Really? Oh, schräg. Okay. Only one team. Don't know. We got a drop coming over here. I think. Yeah. Nice. You guys. We can go cover it and see if we can. Here, I see him. I see him. Oh fuck. They're over there. That barn. All right. Maybe we using the drop to wait. As a kind of trap or something. Oh, I see one guy, just one guy. Strange. There's two of them over there inside that barn. Oh, two. Ich weiß leider nicht, was Barn heißt. Aber in einem Barn hat er noch einen gesehen. Vielleicht die. Ja, mal links vom Heu und rechts vom Heu sind sie. Links vom? There's one there. Yeah, one there. I hear footsteps in. Ah, okay, I see one. Yeah, they're waiting for. Oh, I can shoot. What the fuck? Da ist ein Typ und ich kann nichts tun, weil ich zu dumm bin. Ich kann nicht schießen. Jetzt schießt er. Okay, das ist ja wohl das Letzte. Ey. Ich konnte nicht schießen. Jetzt ist er irgendwo über mir gelandet. Ah ja, ey, sowas habe ich ja noch nicht erlebt. Okay, ich verliere gerade, weil meine Taste nicht funktioniert. Ich gehe mal über ihn und versuche ihn irgendwie einzuholen. Fuck, ja. Das ist ja wohl das Letzte, ey. Ist er jetzt über mir? Ey, der Typ ist wie eine Oma zu mir geflogen und hat auf mich gezielt. Ich konnte nichts unternehmen. Boah. So, den einen habe ich ganz schön runtergeknattert. Oh fuck. Der ist hier. Scheiße, der Dexter hat mich von der Seite geholt. Wo ist er denn? Fuck. Ich hätte fliegen müssen. Ich bin aufgeklatscht. Was war das denn eben für eine Scheiße, ey? Der kam grad hinter mir. Ah, so viel zum Test der HP Reverb. Meine Trigger-Taste funktionierte nicht oder was auch immer. Na gut, das war böse. Die hätten wir links mit... Ich hänge da, der Typ klettert langsam zu mir hoch und ich kann ihn nicht erschießen. Ey. Gosh, das ist doch nicht gut, nicht gut. Benny kannst du einladen. Der redet, ey. Benny ist da, oder was? Mhm. Wie geil ist das denn? Moment, oh ja, wow, cool. Invite. Ey, aber sowas habe ich ja noch nicht erlebt. Ich habe ja schon einmal... Was war denn das Problem?
Ich bin gerannt. Die. Die haben nicht geschossen. Meine Waffen haben nicht geschossen. Ich habe so gemacht und es kommt nichts vorne raus. Ach so, das passiert manchmal, wenn du die Waffen in der Grafik irgendwo drin hast. So. Das ist irgendwie so, dass du nicht durch Mauern durchglitschen kannst und durch Mauern schießen kannst. Okay, okay. Sobald du mit der Waffe irgendwie, ich habe manchmal auch total beschissen, wenn du dann am Fenster stehst und so an der Fensterkante mit der Waffe irgendwie in der Fensterkante drin, dann schießt sie dich. Ja, das hatte ich auch schon. Ah, ich bin mir nicht sicher, ob es das war, weil ich habe ja mit der Waffe auf ihn gezielt. Ah, egal. Wir werden es nicht mal rausfinden. Das war sehr, sehr nervig gerade. Weißt du, der Typ ist auf mich zugeflogen, dann hochgeklettert. Ich hatte eine Viertelstunde Zeit zu beobachten, wie er auf mich zukommt und konnte nicht auf ihn schießen. Also, na. No. Das ist wirklich merkwürdig. Ja, das war kacki, wurschti. Okay, mal sehen, was das Update gebracht hat. Welches jetzt? Das heutige? Na, wenn, ja. Wenn es da jetzt so ein Problem gab. Ach so, ja, keine Ahnung. Ich habe ja lediglich gerade eine VR-Brille auf, die sich durch drei Software-Schichten kämpfen muss, um überhaupt hier anzukommen. Vielleicht liegt es auch an sowas. Ich habe die G2 auf, genau. Und bin auch gerade not amused. Hi Alice, ist deine G2 jetzt mal angekommen? Können wir jetzt wieder Tiltbrush malen? Bitte. Bin bereit, sagt Dexter. Wofür? Ah. Hey, Grader. Ich schwebe. Oh, ja. Oh, jetzt nicht mehr. Okay. Streamst du eigentlich? Ja. Hallo, Stream. Glaube ich zumindest. Ich bin ein bisschen noch aus dem Häuschen, weil irgendwie das ganze PC anschalten und so war mal wieder auch so eine Experience. Ja. Man darf nicht zu viel Quest only spielen. Ey, dann gewöhnst du dich dran, dass einfach alles geht. Das ist echt... Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, das weil ist ja eigentlich das geile Aufsetzen, loslegen. Mein PC lädt nämlich noch irgendein Update, was ich gerne für diesen Stream gehabt hätte, damit ich den Live-Chat lesen könnte. Also, so muss ich jetzt immer aufs Desktop schalten. Ich habe mit VR-Brille noch meine Jacke ausgezogen. Okay. Nice. Mir extra beeilt, aber Haare sind geschnitten. Hat dir deine Bekannte die Haare geschnitten, oder was? Ja, Gott sei Dank. Oh Mann. Kann das. Ja. So jemanden bräuchte ich auch. Ja, das war auch dringend nötig. So. Also, die erste Runde mit HP Reverb hat erstmal vorzeigemäßig gar nicht funktioniert. Ich schieb's jetzt mal einfach mal auf die Brille, ne? Das ist, was ist denn? Was ist mit dem? Piranha? Alles gut? Piranha ist jetzt ein Schneemann. Oh Mann, ey. Ich bin ein Schneemann. Hallo. Wir beobachten eine Metamorphose. Ich habe auch tatsächlich heute kein hundertprozentig flüssiges Bild, so wie beim letzten Mal noch. Habe ich das Gefühl. Guck mal, seht ihr das auch bei Kenny? Benny fehlt eben ein Bein. Das war schräg, ja. Oder... Ja, das ist ja, so ganz jetzt. Komisch hinter dem Schneemann. Jetzt hast du dein Bein nach hinten geklappt und dein Fuß ist in der Hüfte. Das, okay. Wir sind verliebt. Wenn ihr das jetzt zusammen macht, sieht es echt merkwürdig aus, Jungs. Das ist nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh Mann. Ah. Am Komplex 76. Haben zu unserer Linken, nee, zu unserer ein Rechten. Ein Team hat es gar nicht geschafft zu uns hier. Ja. Ein Team hat es komplett rausgehauen. What? Okay. Gleich ein Komplex? Ja, lass einen Komplex. Oh, da guck mal, da hinten fliegen zwei Teams zum Friedhof. Das sieht lustig aus. Oh, das wird Action. Die werden sich, da kommen gleich die ersten Kill-Meldungen. Komm her. Upp. Sehr gut. Und wir sind es nicht. Hoffe ich. So, für alle, die Population One noch nicht kennen, ist ja so ein Battle Royale, ne? Wir fangen alle gleichzeitig an, werden auf der Map gespawnt. Und dann sammelt man sich erstmal ein bisschen Material ein. Granaten sind wahnsinnig nützlich, aber ihr braucht natürlich auch erstmal irgendeine gescheite Schießwaffe, ja? Gut, dann lass PJ mal hier sammeln. Munition ist auch wichtig. Oh ja. So. Und am allerwichtigsten sind diese roten Rucksäcke.
Die machen nämlich in eurem Inventar noch Platz. Dann könnt ihr mehr mit euch rumschleppen, ne? Das heißt mehr Waffen. Ich krieg da nämlich den ganzen geilen Scheiß, den ihr zu sammeln gibt, gar nicht mit. Ja. Also mitkriegt ihr ihn schon, ihr kriegt ihn nur nicht mit euch. Ja. Sonst steht er bloß traurig davor und weint. Ja. Gut, dass ich schon zwei Rucksäcke gefunden habe. Irgendwie habe ich aber auch das Gefühl, hier war schon vor mir einer. Das ist irgendwie dünner geworden mit den letzten Updates, was die Loot angeht. Weniger Loot, ne? Kann das sein? Ja. Ah, ja. Ungerechtigkeit. Nummer 4. Achso, man kann überall hochklettern, ne? An allen Oberflächen kann man hochklettern. Rucksack, den ich dann ja wegbekomme. Da helfe ich dir. Und falls du wegen der Zone nicht schaffst, hier ist noch einer. Was? Alles gut, ich schaffe es. Ansonsten im Gebäude dann. Hä? Wo hast du die Rucksäcke? Das checke ich nicht. Einen habe ich markiert, hier oben. Genau, bei PJ. Und einer ist hier drin, gleich hier oben. Oh, Zone. Wieso bist du da? Ich dachte, du bist ganz woanders. Jetzt bin ich verwirrt. Nee. Warst du nicht im vor mir? Ich bin bei euch. Nee, das war Piranha. Und wo hast du was markiert? Nee, ich finde den nicht. Im Gebäude. Zu spät. Zonen. Leider zu spät. Zone. Aber ich markiere euch weitere. Ja. Funktioniert super. Für Piranha schon. Ja, Piranha ist auch schlauer als ich. Warte. Ich höre nur aufmerksam zu. Ja, ja. Hier ist eine goldene MP5. Oh, was? Ich drehe um. Auf den eine Fuß. Goldene? Die hole ich mir. Toll, danke schön. Okay. Piranha. So gut hörst du wohl doch nicht zu. Rumliegt. Ja, ja. Hey, und Mo, weil du gerade in der Nähe bist, hier oben ist noch ein Rucksack. Ein Rucksack. Oh, das nehme ich mit. Du, hier ist aber noch eine rote MP, Piranha. Wenn du. Hm? Weißt schon. Ja, ich habe hier gerade anderen geilen Scheiß. Oh, geilen Scheiß, okay, Mann. Alles klar, Mann. Oh, Richtung Friedhof müssen wir. Oh. Irgendwie habe ich komisch auf dem Sofa gesessen. Echt jetzt? Das ist ja nicht so ein gutes Zeichen. Ich laufe die ganze Zeit in die falsche Richtung. Und hier ist noch ein Rucksack. Brauchst du noch Rucksäcke, Piranha? Ich habe jetzt alles voll. Nee, ich habe auch voll. Okay. Ich brauche jetzt Bananen und Granaten. Oh ja, Bananen und Granaten. Hier ist ein Sniper, AWP, 3 Sterne. Ach, scheiß drauf. Die will ich auch noch mitnehmen, ne? So, ansonsten bin ich erstmal ganz zufrieden. Bin ich Idiot gerade die Kackflinte eingesteckt? Nee. Und nur aus Prinzip ist hier noch ein Rucksack. Ja, wir sind aber alle dicht mit Rucksäcken. Danke. Wir haben genug. Nice, nö, ich lach mich kaputt. Egal, guck ich mir halt Gravity Sketch an. What? Ich glaube, ich warte gerne noch etwas. Dem Wirrwarr. Guten Morgen, Marcel. Hi. Guten Abend, guten Morgen. Abend, Mo. Achso. Alice, bei dem Wirrwarr wartest du lange? Hol dir eine verdammte VR-Brille. Weil du so traurig warst. Mhm. Oh, ja. Und wenn. Ach, guck mal, da sagt aber nichts zu, ne? Das wollten sie an mir vorbeischmuggeln. Die wissen genau, dass ich 2 goldene MP5s haben möchte. Ja, ich möchte 2. Alice, also mein Tipp ist echt, hol dir die Quest 2. Kannst du Tiltbrush sogar ohne Computer und alles spielen, ehrlich. Kabellos. Da gibt's nichts zu verwirrend. Ja, das weiß sie, aber achso, ja, nee. So. Schüsse in Planes. Schüsse in Planes. Ich sehe Leute hinten in Planes. bei den neuen Eisbergen, ungefähr die Richtung. Okay. Sehe ich gerade, also da liefen 2 Leute vorbei. Okay. Ich bin nämlich der von uns, der jetzt heute am schärfsten sehen kann. Deswegen bin ich der Scout. Ne? Ich guck mal, ob ich was mit der Sniper treffe. Mo ist heute unser Adlerauge. Ja, mit der G2 kann ich die Pickel auf den Gesichtern der Gegner erkennen von hier aus. Der pubertierenden Kinder. Ist so. Moment. Ja, schade, dass ich kein Scharfschützengewehr dabei habe. Ich habe hier. So, ich sehe sie immer noch. Die laufen da also echt ein bisschen merkwürdig rum. Wahrscheinlich wissen sie nicht, dass wir sie schon gesehen haben. Oder es ist ihnen einfach Latte, ja. In Outpost Hillwood auch?
gesnipert. Ja, ich wünschte, ich hätte einen Sniper. Ach, du hast einen, okay. Ich hab hier einen. Ich geh jetzt auch mal mit aufs Dach hoch, wa? Ich seh sie bloß nicht durch meinen Sniper, ich weiß nicht. Du siehst sie ohne Sniper besser wie ich mit. Ja. Wieso? Ja, hol dir vielleicht doch lieber die G2. Nein. Aber wir müssen doch eh jetzt weiter. Ja. Ja. Wollen wir ja außen am Rand bleiben? Ja. Ich weiß nicht, wie du den Rand definierst, aber gerne. Außerhalb der sicheren Zone, aber innerhalb der. I see. Vielleicht dann zu holen. Wobei die das sicherlich nicht mehr sein werden. Würde mich auch wundern. Wieso weit außen gehst du lang? Alter Schwede. Ja, das Problem ist, dass garantiert auch da oben in den Türmen irgendwer rumhockt. Ja. Und da oben zum Beispiel auf der Weihnachtskugel. Ja, auf der Weihnachtskugel. Scheiße, ich brauchte wirklich einen Sniper. Oh, und da ist schon einer. Das wäre so lustig, wenn man den runterholen könnte. Du willst einen Sniper? Hier ist einer. Zwei Sterne. Okay, der fliegt zum Airdrop. Ja, ich treffe sowieso nichts. Jetzt habe ich ihn aus den Augen verloren. Aus den Adleraugen. Vor uns sehe ich nichts. Ich tausche meinen Sniper lieber wieder gegen eine Handgranate. Auch nicht verkehrt. Naja, am Ende des Tages bringt das mehr. Ah. Oh, pass mal auf. Hier bei Kids Benny auf der Ecke kommen sie jetzt. Hass. Naja. Hast du nicht. Guck mal, die da in grün, die Girls, da sind sie. Siehst du sie? Okay. Ja. Oh, falsche Waffe. Eigentlich wollte ich die hier nehmen. Einer ist umgenietet. Schritte? Ja. Schritte? Ihr das? Wahrscheinlich. Nee, das sind nicht mehr. Irgendwas steht da noch oben auf diesem Plateau. Da unten sind auch welche. Ja. Lass sie kommen. Ach, wir müssen uns bewegen. Scheiße. Jetzt. Revived. Ich spiele ja. Irgendwie. Nein! Scheiße, das war schlecht. Fuck! Ich glaube, mich hat's erwischt. Ja, ich bin tot. Shit, Leute, sorry. Der ist oben drin, ne? Der ist genau über mir gerade. Genau über mir. Ich gehe mal. Er ist genau über mir. Ich höre ihn hier, über mir. Wahrscheinlich guckt er jetzt gerade durchs Fenster. Aber das müsste der letzte sein. Wenn ihr nichts Schlimmes macht, dann seid ihr safe. Oh nein, es ist nicht der letzte. Vorsicht. Oh fuck, ja. Oh nee, ne? Da oben stand aber auch noch einer. Das komplette C-Team lebt noch. Fuck, ja. Ja, zweiter. Naja. Das ist okay. Ist okay. Ich weiß immer irgendwie nicht, wo ich bin. Bei den anderen Brillen kann ich immer so ein bisschen unter der Nase durchschielen. Hier geht das nicht. Ich weiß nicht, wo ich bin in meinem Zimmer. Das ist neu. Komisch. So. Tja, so ein bisschen versagt. Gute. Hi Sascha. Ich warte noch Weihnachten ab. Ich habe da so eine Ahnung. Ah. Alright. Wofür wartest du Weihnachten ab? Alice wartet bis Weihnachten ab, weil sie hofft, dann eine VR-Brille geschenkt zu bekommen wahrscheinlich. Ich drücke die Daumen. Ich nicht. Hoffentlich ist es nicht so eine, wo du dein Telefon reinlegen kannst. Oh. Oh, ich habe irgendwie seit einem Monat jetzt kein Yoga mehr gemacht. Ich fange an, das zu merken. Mm.
Ja, tatsächlich, also flüchtiger Eindruck, falls ihr sowas hören wollt. Mit der Quest 2 läuft sowas hier jetzt reibungsloser, ja. Aber ist auch ein bisschen Gewöhnungsgeschichte, ne? Aber tatsächlich, ich weiß nicht, die Ringe hier sind ein bisschen breiter. Ich stoße öfter gegen. Hier wird gepottet. Friedhof, ne? Ja, wobei da. Echtes Friedhof? Boah. Ich mag nicht auf dem Friedhof. Ah, irgendwo müssen noch die Toten hin. Das ist so morbide. Die zukünftigen Toten. Morbide. DJ, du gehst in die Kirche, oder? Ich gehe hier runter. Mhm. Erstmal auf den Turm und dann... Und aber irgendwo, da ist einer runter. Echt, Jens? Okay. Ja, aber die sind am Tower, oder? Am Tower, ja. Am Tower ist ein Pott runtergekommen. Ich weiß nicht, wo der hin ist. Direkt da, irgendwo. Da ist ein Pott runter. Gut, ich habe schon mal eine 3-Sterne-AKM. Die würde ich auch abtreten, wenn jemand möchte. Ich muss dort erstmal was haben. Passt schon. Ich guck mal, was in der Kirche ist. Oh ja, hier liegt ja genug Scheiß rum. Hm. Da ist noch eine 3 Sterne. Ach, da sind noch mehrere 3 Sterne CX4 hier drin. Oh, okay. Dann tausche ich das gegen eine AKM. Das war ja Schwachsinn. So. Ja, Rucksäcken viel zu weit. Immer mit euren fetten Geschäften da. Ich sehe was, ich sehe was. Oh no. Schon wieder. Kannst du eine CX4 mitbringen, Mo? Ich weiß nicht, was das ist, aber ja, gerne. Das ist diese Assault. Diese andere Assault, ne? Ja, okay. Assault sind alle gut. Ich liebe sie alle. Bring mir eine mit. Die AKM ist jetzt nicht mein Favorite. Echt jetzt? Ich mag die alle. Tatsächlich. Scheiße. Ich komme jetzt in deine Richtung. Okay. So, ich habe jetzt auch eine Assault, aber nur 2 Sterne. Okay. Ich werf dir die hier gleich ab. Schleuder sie mir vor die Füße. Naja, fast hier. Mo? Wo bist du? Oh ja, die ist doch sexy. Dann... Oh, schnelle Entscheidung, ja. Schnelle Entscheidung, schnelle Entscheidung. Okay. Was da? Und da kommt die Zone. Ich bin noch nicht happy mit meinem Loadout. Wie immer. Mir fehlen Schilde und Motivation. Dafür habe ich 2 Handgranaten, was toll ist. Aber eine fürchterlich beschissene Pumpgun. Da habe ich noch gar keine. Wieso eigentlich? Dummes Zeug, das habe ich mir gar nicht erst genommen. Ah, ich weiß auch nicht, warum ich die hier mitgenommen habe. Wobei, im Zweifelsfall hat mir auch schon mal die 2-schüssige Pumpgun in den Arsch gerettet. Ja, im Zweifel ist auch die in Ordnung. Aber was ist diese Mehrschuss 3 Sterne, wie ich sie jetzt gerade eingesammelt habe? Hm. Klingt gut. Muss man denn hin? Raffinerie. Richtung Marktplatz ist Glas kaputt gegangen. Okay. War vielleicht ein Zufall. Ein Unfall. Ich befürchte eher ein weiteres Team. Ja, ich auch. Oh oh. Deine Befürchtungen erhärten sich. Ein weiteres Team. Warte mal, ich schieße die durch die Scheibe. 2 Mann. Alter, ey. Alter, die haben einmal auf mich geschossen. Die haben mich fett an den Kopf getroffen. Ich bin... Yep. Alter! Fuck you. Was für eine Wichser. Die kommen, oder? Die wollen rushen. Ja. Ja, ich bin tot. Wo sind sie? Da. Alter! Ah, das ist doch nicht wahr, oder? Ja, sammel doch meinen Scheiß. Piranha, es liegt an dir. Was? Ah, Piranha lebt ja noch. Naja. Wo ist denn der? Über dir ist einer und vor dir ist einer.
90, mit einer P90. Ja, 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 ist dem total Latte, ey. Vor allem, wie sicher der, wie zielsicher der ist, dann mit Einhändel. Kann man sehen, was für ein Level die Leute haben? Das ist doch wirklich. Nur an der Kleidung, also wenn sie den maximalsten ausrüsten. Wollen wir noch spektaten? Mal gucken, was sie machen? Ein bisschen was bieten im Stream. Ja, mal ein bisschen Action hier. Guck mal, Leute. So, die haben uns fertig gemacht, sehr früh im Level. Deswegen können wir jetzt mal gucken. Hier ist noch eine Menge los, seht ihr? Da hinten ist ein weiteres Team in den Plains, Team A. Hier die letzten drei, die uns kaputt gemacht haben, Team D. Und müssen das nicht noch drei irgendwo sein? Ja. Team unter anderem hat uns getötet, King of the North. King. Alamogulis. Oh. Also, guck mal, die bewegen sich jetzt aufeinander zu. Und, ja, ach nee, hier ist auch noch ein komplettes Team B. Oh, aber Team B sieht nicht so gut aus. Weißt du, die letzten drei, Team B macht schlau. Ja, die machen sich gerade wieder frisch. Hohe Position. Kommt drauf an. Team A macht auch hohe Position. Ich bin mal gespannt. Ja, aber Team A hat wenig Deckung. Ich bleibe aber bei King of the North. Der hat mich schließlich umgebracht. Ich will seinen Tod sehen und spüren. Uh oh. Wann zur Hölle kommt endlich die PSVR? Haha, Tallykammer. Uh oh. Jetzt ist er tot. King of the North. Oh, das habe ich jetzt verpasst, weil ich Chat gelesen habe. Ich gönn's dir! Warte, ich hau auch noch einen drauf. Hier läuft noch seine Leiche. Oh oh. Auch wenn man den jetzt Nachrichten senden könnte. Guck mal, der andere räubert noch unter Einsatz seines Lebens sein Zeug. Aber sie haben sich nicht so schlecht geschlagen, ne? Guck mal, A ist auch schon. Zwei Leute leben noch und die sind zur Hälfte runtergedönselt. Aber. Okay, 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 ja genau. Wow. Okay, okay. Wo ist B? Oh, B geht's gut. Okay, hier kommt eine zerrockte D-Gruppe, aber die sind noch so weit weg, dass sie jetzt jede Chance haben, sich zu refreshen, hochzuleveln. Das läuft. Und hier sind noch Schilde, Rucksäcke. Ja, die haben Möglichkeiten. Naja, und B geht nämlich hier auf Nummer sicher. Die warten hier ganz am Rande. Seht ihr, dass wir die Berge hochkrabbeln? Der Xander. Ein Zander. Das ist ja lustig. Ich glaube, die haben nämlich original offensichtlich. Ach ja. Das ist aber auch eine komische Endzone. Das habe ich auch noch nie erlebt, Leute. Das hier. Hinter der Raffinerie. Oh, und da geht auch noch ein Drop runter. Okay, okay. Ich bin echt gespannt. Ja. Also, wir sind jetzt hier in der Ecke von der Karte. Habe ich noch nie erlebt, dass da eine Zone ist. Die anderen kommen, fliehen jetzt vor der roten Wand auf uns zu. Die hier können sich eigentlich perfekt einrichten und warten, dass die anderen kommen. Oh, jetzt sind sie aber schon auf dem Fabrikhaus, ja. So. Die haben sich aber nicht so hoch gelevelt, wie ich dachte. Schilde sammeln, Jungs. Schilde sammeln. Aber wahrscheinlich ist da auch schon alles leer gelootet. Naja, hier oben zum Beispiel wäre noch ein bisschen Schild. Hier ist noch ein bisschen Schild. Ich möchte mal wissen, wie die das jetzt, wie er das jetzt mit der P90 da rocken möchte. Ey, ich sag dir, tut es. Keine Chancen. Doch. Gegner auf guter Anhöhe und Entfernung? Ey, weißt du, wie oft ich mit irgendeinem Gewehr schon mal auf Entfernung was getroffen habe? Genau. Und der hat einmal angelegt, irgendwer von Team D. Und zack, hatte ich so gut wie mein ganzes Leben runter. Das war echt unanständig. Hier sind noch Schilder. Guck mal, und die haben da auch keine Skrupel, ne? So, King of the North ist aber ganz schön runter. Ihm geht's nicht so gut. Nee, und Eis, wie heißt der? Eis Tolva oder so? Auch nicht so richtig spitze. Und ich weiß nicht, ob Sakrans. Okay, er umrundet sie ein bisschen, aber ich glaube, Xander hat's spitz gekriegt. Und Nov auch, die erwarten ihn. Ja. Oh, okay. Oh, fuck. Okay. Mist, sag ey. Oh. Ich sag euch, die holen sich Team B. Das sind. Ah, oh, okay. Die sind ausgeschlafen. Aber. Ja, guck mal. Jetzt. Au! Okay. Xana hat die Runde gewonnen. Schön mit der goldenen Schraube. Aber jetzt sind sie zwei. Achso, warte. Naja, noch sind sie halb im Vorteil.
Nee. Okay. Hat die Toten da auch schon Ansagen? Oh, 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 oh. Team B, Team B. Oh. Guck mal, aber jeder konzentriert sich auch auf seinen Scheiß, ne? Alter, sowas habe ich ja noch nicht gesehen. Hat er ihn? Okay. Habe ich gesagt? Das ist King of the North. Der hat den Typen erledigt, ey. Diese kleinen Scheiße. Unfassbar. Unfassbar, ey. Was für Arschlöcher. Die waren, der war tot, ja, und ist jetzt hat den letzten Siegesschuss gelandet. Unfassbar. Und als sie uns getroffen haben, haben sie nicht mal angehalten, sondern uns zertreten wie Maden. Toll. Benny. Tja, was sagen wir dazu? Solche Runden legen wir nur hin, wenn nicht der Stream läuft. Ja, komisch, ne? Also tatsächlich, Leute, ist kein Spruch, wenn wir nicht live streamen, dann sind wir massiv besser. Wir haben heute ein halbes Stündchen haben wir gespielt, ne? Und dreimal gewonnen, oder? Ich weiß es nicht mehr. Aber so wie es. Ja, heute lief gut. Also bis jetzt. Ja. Gönnen Sie sich, Mo, klasse Christbaumbeleuchtung an den Händen. Ja. Aber wie gesagt, bei mir läuft auch vieles über Komfort. Uwe wird also gerade nicht den Stream verfolgen. Wer wird das? Uwe ist auch online. Ist er? Wo ist er? Hast du ihn gesehen? Ich habe keine Munition. So, ich gehe mal ein bisschen abseits, damit ich nicht so laute Sprache habe. Also grundsätzlich funktioniert alles, ne? Aber es funktioniert natürlich ein bisschen besser auf der Quest 2. Ja, und das dann ohne Kabel und so. Und ich bin eher der Typ, der sagt dann, ja, bisschen besser und es ist bequemer. Ich nehme die einfach aus dem Regal, setze auf. Das Einzige, was da bei der Quest 2 noch dagegen spricht, auf dem PC, hier habe ich jetzt die Möglichkeit, also zu streamen und den Chat zu lesen. Das geht auf der Quest dann nur noch über wirklich merkwürdige Umwege. Und das gefällt mir nicht. Stecken hier Tonnen im Eis? Oh, ja. Ist ja merkwürdig. Die vorher so ein bisschen die wenige Deckung waren. Ja. Lachst du über uns, Bro? Hallo? Oh, you touched me, okay. I was being quiet. No, it's your avatar, not your... It's just your digital represents in the world. And your digital... You know. Er hat sich erschrocken, dass ich ihn angefasst habe. Was ist das denn? Passiert doch mal. Was hast du denn erlebt, Piranha? Können wir bitte alle töten? Bitte alle töten? Ja. Ja, Jungs, Cliffseite. Ja, ja. Cliffseite, okay. Da oben sind noch ein paar Unentschlossene auf der anderen Plattform, aber nee, die Cliffseite. Nee, das war der letzte Port. Ach, es gibt doch nichts Schöneres, als hier auf einer Farm rumzubummeln, während man in Hamburg immer nur in der Bude sitzen darf. Ja, so kommt man auch mal raus. In die frische Luft. Ja. Das ist mein kompletter Ersatz für echte Bewegung an frischer Luft. Wenn die Leute mich fragen, was hast du gemacht? Oh, ja, ich war den ganzen Tag draußen, ey. Wir hatten mehrere Kämpfe im Farmland und so weiter. Wozu brauchst du dann noch Yoga? Ah. Das ist alles ganz schön lustig. Nicht so schön. Also hier liegt ja mal so eine P90. Als ich die Aufgabe hatte, war ich damit eigentlich auch recht tödlich. Vielleicht kann ich die dann doch mal wieder mit 3 Sternen machen. Ich auch.
Raffinerie. Komm, jetzt, wir könnten noch die, die Foot Hills da mitnehmen. Foot Hills war ein Drop, gell? Ja, und Vorsicht, hier drüben. Ah, fick dich. Alle sind schon Feinde. Echt jetzt? Ja. Warum? Weiß nicht. Ich bin da gelandet. Achso. Ich muss mal checken, was ich alles habe. Ich habe eine wirklich nervige Pumpgun. Zwei sogar, toll. Alter. Ich habe leider deine Markierung jetzt nicht gesehen. Achso, das war Farmlands, die rote Scheune ganz außen nach der großen Straße. Okay. Und in Foot Hills wird schon rumgeballert. Naja, die streifen sich da schon. Während in Farmlands noch gelootet wird. Wird in Foot Hills schon geballert. Habe ich jetzt die gute abgelegt? Ja, habe ich. Ich bin so ein Idiot. Trotzdem Foot Hills hoch oder wollt ihr hier unten bleiben? Ich weiß nicht, ich bin noch extrem schlecht. Ja, ich muss bei mir mal aufräumen. Ich habe irgendwie so viel Scheiß dabei. Dich brauche ich nicht, dich brauche ich nicht. Ich glaube, ich finde hier einen Rucksack. Ich glaube, ich muss einen umbringen für Rucksäcke. Hier ist auf jeden Fall 10-14. Oh. Da sind Feinde. Oh oh. Okay. Auf die habe ich jetzt gar keine Lust. Danach geht es nicht. Hier wäre noch eine Mehrfachschrot hier in 3 Sternen. Ich habe nur keinen Platz. Oh. Könnte ich mir vorstellen, aber da gebe ich gerne Benny auch. Oh Leute, vor mir ist eine feindliche Person. Und ich habe einen richtig beschissenen Ping, merke ich gerade. Ja, ich kann ihn überhaupt nicht treffen, weil ich springe hier. Ja, ich bin tot. Okay. Genau wo ich stehe, exakt an meiner Stelle. Er tut sich gerade gütlich an meinem Scheiß hier. Tötet ihn. Ich halte ihn auf. Oh, er ist tot. Oh Mann, ey. Warte, ja, wo bist du denn? Ich sehe. Ja, okay, ich bin da. Scheiße, ey. Ich weiß auch nicht, dankeschön. Ob ich so ruckel wegen Performance oder wegen Verbindung, das nervt echt gerade hart. Ah, keine Schüsse, okay. Hier habe ich Munition. Ich gehe vor. Das macht es einfach. Ich habe nur noch eine Knarre mit, aber immerhin 360 Schuss. Er ist oben. Beschreibe oben. Ah, ich sehe ihn. Hab ich. Ist er kaputt? Ja, natürlich. Na gut, da schießt immer noch einer irgendwie. Aber das snipert noch jemand auf. Ich glaube aus Richtung Schild oder so. Ich kann überhaupt nichts identifizieren. Ja. Okay. Hinterm Palmlands. Ich muss mal kurz doch schnell meine Schilde wieder etwas auffüllen. Ey, Leute, ich weiß nicht, ob es der Ping ist oder was. Ich habe ja eine unfassbare Verzögerung. Das ist echt grauenhaft. Wir sind da oben auf dem Felsen. Ah, scheiße. Ping ist 135 bei mir. Ich guck mal gleich in einer ruhigen Sekunde. Es kann auch sein, dass meine System-Performance ist. Das weiß man ja nie so richtig, ne? Wir sollten mehr Richtung Foot Hills. Das Gefühl werde ich auch gerade nicht noch. Ja. Ich bin hinter euch, mehr oder weniger. Wo ist er? Da ist er. Der ist weg. Okay. Hier ist noch einer. Where is er? Ich sehe ihn nicht. Hat er einen Scheiß gehabt? Da kommt doch jemand gefunden. Ja, ja, ja. Ich sehe nur jemand über die Bergspitze gucken. Oh, okay. fuck. Okay. Nicht so gut. Also einer kam aus der Richtung, aus Richtung Plains und ach, Kinder, scheiße. Ja, wir stehen gerade doof. Kommt mal zu. Ah, fuck, die rote Wand kommt schon wieder. Ich kann nichts machen, Leute. Wenn ich jetzt blade, kommt jemand und tötet uns alle. Ja, da ist er schon. Komm.
Hat's geklappt? Ja. Oh Mann, dafür bin ich jetzt mit meinem Leben total unten. Fuck. Ja. Und tot. Okay. PJ, du bist unsere letzte Hoffnung. PJ! Nee, das sind drei zu dritt. Oh Mann, ey. Keine gute Zeit. Und vor allem bei mir jumpen die übers Feld. Das sieht so irrsinnig aus. Die laufen immer 5 Meter nach vorne, 2 Meter nach zurück. Bist du in der Zone? Die kommen direkt zu dir. Ist irgendwas, Piranha. Ist irgendwas, Piranha. Du hast nur noch einen grünen Balken. Du bist tot jetzt. Ja. Ich glaube, er hat Verbindung verloren. Er läuft ja mal weiter und durch den Felsen. Ich weiß leider nicht, welche Taste ich hier drücken kann, um das Menü zu kriegen, aber ich habe den Horror Ping. Ja, PJ ist schon raus. Alter, ey. Muss echt mal nachdenken. Mal kurz gucken, was für eine Verbindung ich hier habe. Okay, ist eigentlich okay. Er hat einen Game-Absturz, da müssen wir einen Moment warten, bis er wieder da ist. Ist die Verbindung. Ah, ja, das ist nervig. Weil bei mir sind die 5 Meter nach vorne gejumpt, dann wieder 2 Meter zurück, während sie sich gerade ausbewegt haben, weißt du? Das ist schwierig, da jemanden zu erschießen, wenn er sich so verhält. Oh, ich weiß gar nicht, ob die anderen mich hören können. Gute Frage. Peter, ist das gerade explodiert oder was? Ich glaube, er ist kurz explodiert und wird seine Brille neu starten müssen. Ah, gosh. Ja, da ist er. Da sehe ich ihn wieder. Achso, ich lade ihn ein, ne? Nur einladen, du bist. Ich kann aber nicht. Okay. Damn. Das läuft ja nicht so glänzend heute. Piranha, hast du uns nicht mehr gehört? Ja, nein, ich habe vergessen, das Kabel reinstecken. Vorhin noch dran gedacht und nicht gemacht. Hä? Und jetzt war auf einmal Strom weg. Ja, Akku leer. Ach so. Ich habe das Kabel anstecken. Ich habe ja alles hier, ich habe bloß das Kabel nicht reingesteckt. Ah. Das ist halt, ja. Wir dachten... Wenn du dann eine Quest 2 zu Weihnachten... wenn du eine Quest 2 zu Weihnachten kriegst, immer einen externen Akku mit einkaufen. So, solche Spiele würden doch auch auf der PSVR laufen. Warum kommt davon so wenig? Dennis... Das bringt nichts, sich da Gedanken zu machen, warum, wie und wo. Tatsächlich haben Indie-Entwickler es massiv einfacher, für jede andere Plattform Spiele zu machen. Für die PlayStation ist es kompliziert, denn da gibt es sehr konsequent Qualität-Prüfung. Ne? So, und das ist tatsächlich eine ganz schöne Hürde für Indies. Außerdem wird da auch nicht jeder Hansel und Franzel aufgenommen. Aber das ist auch nicht der einzige Grund. Und was auch immer der Grund war, die letzten 4 Jahre lang, der neue Grund ist, was auch immer du tust an Software, machst für eine Quest, denn da verkaufst du es. Woanders nicht mehr. Ja. Da kommen auch von der anderen Plattform welche zum Friedhof. Ja. Das sind mehr. Das sind 4 Leute, oder bin ich bescheuert? Ne, 3. Okay. 3. Ja. Aber ja. So, und das ist leider so, ja. Das Spiel hätte ich auch gerne. Vor allen Dingen, das läuft auf eine Quest. Also das bedeutet, dieses Spiel würde so, wie es jetzt ist, performancemäßig, auf der PlayStation laufen wie nichts Gutes. Aber was willst du machen? Ja, komplex. Ja. Die Entwickler schließen ja nicht aus, dass es vielleicht auch für den PlayStation... Genau. Aber ehrlich gesagt, wenn sie es jetzt nicht ausschließen, bedeutet es, sie haben es noch nicht fertig. Und das bedeutet, sie machen sich dann erst in einem Vierteljahr ran oder so. Und ehrlich gesagt, dann bröselt doch jedem langsam die 4 Jahre alte PlayStation von der Nase, ob man will oder nicht. Ja? Oh, da hinten geht ein fetter Drop runter, Jungs. Ich weiß nicht. Bisschen zu weit auch. Ja, weiß ich auch nicht. Dazu haben die zu viel geilen Scheiß auf dem Friedhof. Ja, stimmt. Okay, eine P90 Gold und eine AKM. Die
AKM nehmen. Die P90, wenn du mir den mitbringen würdest, würde ich dann tatsächlich mal wieder benutzen. Hm, das war doof. Ich biete dafür eine 2-Schuss Schrotflinte in Gold. Oh, fauler Deal, Bruder. Fauler Deal. Oh, guck, eine goldene Waffe. Du willst sie nur nicht benutzen, weil sie nach 2 Schüssen alle ist. Da musst du nachladen. Und rate, wie viele Schüsse der Gegner hat. Genau, 100. Ne, ne, ne. Kann man hier eigentlich auch Smooth Turn einstellen? Wisst ihr das? Ja, ich hab Smooth Turn. Echt? Ja, ich nicht, muss ich auch mal machen. Ich weiß leider nicht, wo hier die Menütaste ist. Das ist echt absurd. Linke Oculus-Taste. Achso, ja, du hast ja linke Oculus-Taste, ja. Danke. Mhm. Welche ist es bei mir? Oh, ich sehe übrigens an der Grabmauer vom Friedhof Leute. Ja, ja. Und ich will nicht die falsche Taste drücken, weil ich Angst habe. Das ist mir auch schon passiert. Wenn ich irgendeine Taste drücke, dann springt er immer in dieses Mixed Reality Software-Ding und beendet automatisch dabei Steam und so. Bin da noch nicht so drin, ja, genau. Oh Gott, das ist das richtige Wort. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich. Ja. Ich gehe schon mal zu Pop and Chicken. Ich öffne dir das Fenster. Gentleman-like. Was will ich eigentlich hier noch haben, ey? Ich brauche Rucksäcke, wie ein Blöder. Alles andere gar nicht. Ja, aber das Spiel hier, also ehrlich jetzt, wenn es das auf der Playsee gegeben hätte, würde ich mich nicht beschweren. Ja, vor allem. Aber es gibt ja noch Alvo. Hast du da schon mal in die Beta reingucken können? Ja. Häufig. Habe ich in letzter Zeit öfter mal. Oh, ja. Ey, Feinde vor uns und schon haben sie mich die Hälfte meines Schildes beraubt. Oh, fuck. Einen habe ich. Achtung, sie schießen von überall, Benny. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn du da rausgehst. Hab noch einen? Ich habe keine Money mehr, ich glaub's nicht. Hast du den erledigt? Ja. Einer oben auf dem Dach ist noch einer. Wo ist denn der? Ah. Warte mal. Ja, der ist nicht zu treffen, der Penner. Ne, ich geb's auch auf. Ich könnte das goldene Sniper von seinem Kollegen nehmen, aber. Der glitscht da schon wieder so hinter dem Dings rum. Wo ist denn der? Guck mal, der hält seine. Knarre oben rüber. Oh, jetzt habe ich hier mal einen rübergezogen. Ich habe 95 Punkte abgezogen bei ihm. Sehr gut. Die Wand kommt auch. Also er wird lebt wieder. Was ist das? Fuck. Okay. Nice. Ich brauche nochmal eine Banane und Schilde. Schilde bräuchte ich jetzt auch. Ja. Ich guck mal hier vorne noch, ob ich was zu essen finde. Die werden das bereuen. Dass sie uns angegriffen haben, ne? Die denken so. Aha. Da ballern welche in Plains. Baustelle, sehr nah. Okay. Ich komme zu euch. Ich könnte. Schon wieder was unten? Oh ja, ja. Oder? Nee. Komm. Alter, da sind welche auf dem Leuchtkirchturm. Was ist das? Ihr Assis? Vor allem, guck. Ey, die ballern hier in den Bude. Aber darf ich euch. Was ist denn jetzt? Was ist passiert? Alter, ey. Was? Ja, die glitschen mal in den Kirchturm, die kannst du nicht treffen, die kannst du vergessen. Da guckt nur noch die Waffe aus dem Kirchturm raus und das war's. Okay. Die ballern da wie die wilden Boxen rum. Spektaten oder wollt ihr weiterspielen? Auch lass mal Spektaten kurz. Ich brauche eine Pause, ey. Ich bin
etwas angespannt. Ja, wir sind jetzt auch nicht mehr auf dem Kirchturm drauf, dass man sich das mal angucken könnte. Ja. Oh, guck. Die hacken einfach jeden weg hier. Kranke Scheiße, ey. Aber irgendein Team muss doch am Leben sein, oder? Hm. Bei B muss noch einer leben, sonst würden doch die Geister-Dudes da nicht rumeiern. Ja. Wo ist denn der? Ja, ist einer von A. Kann mir mal einer sagen. Ist das ein Lone Wolf? Hier hinten ist der. Hinten an der Grenze beim Airdrop. In dem Haus. Ah, ja, ja, ich sehe ihn. Okay, okay. Und einer von A ist schon auf dem Weg dorthin? Ja. Der ist. Und ey, der geht direkt. Jetzt selber verraten. Der von A ging aber direkt zu dem. Was meinst du mit, er hebt seine Dinger auf? Also, nee, der von Team B, der noch lebt, der hat gerade eben sein Wiederbelebungsding aufgeladen. Ah. Damit seine Position. Ist das ein Idiot? Hier. Glitzt sich die Wand rein? Hast du gesehen? Nee, ich war noch nicht so nah dran. Ah, okay. Also, er hält nur das Gewehr durch die Wand? Also, er hat sich sozusagen an der Hauswand festgehalten, ist mit seinem Körper damit in die Hauswand reingeglitscht und hatte bloß noch seine Waffe draus gehalten. Alter. Aber das geht? Scheinbar ja. Ich habe es mit meinen eigenen Augen sehen können. Okay, okay. Hm. Nicht so gut. Da kommen ja schwierige Zeiten auf uns zu. So. So, entschuldigt Leute. Also wie gesagt, ich habe es leider vorher nicht mitbekommen. Get fuck your so shit kid. Your mom is gay and... Ah. Schön, dass ich einen automatischen Algorithmus im Chat habe. Das wird ausgeblendet. Und er ärgert sich. Cormac hat irgendwie, irgendein englischsprachiger Dude hat irgendeinen Scheiß geschrieben. Du kannst den Sniper noch zoomen, weiß ich, ey. Aber in der Hektik, ich habe dir gemerkt, das ist wirklich ein Problem. Aber hat mir extra damals die PS4 geholt wegen VR, weil mir das sinniger war, als man jetzt haben wir die. Wir müssen abwarten, Leute. Also auf der PlayStation ist gerade Sackgasse mit VR. Da wissen wir nicht, wie es weitergeht. Wenn es da nicht weitergeht, dann würde ich auch einfach mal entspannt behaupten, es ist überall Sackgasse. Seid ihr da? Ja. Achso, okay. Ja. Alles klar. Ja, habe ich schon gedrückt. Hat er schon gedrückt. So, ich guck mal, ob ich diese komische Chat-Software jetzt geladen kriege. Die müsste auch jetzt mal nachgeladen haben. OVR Toolkit. Wahrscheinlich bricht jetzt alles ab. Ich bin gespannt. Könnte ein großer Fehler gewesen sein. Im Spiel ist ja meistens sowieso so viel Hektik, dass ich nicht immer schnell den Chat anschalten kann, aber... Goes down on his life, isn't it? You are. Battery soon goes down. Oh, it does, yeah. Okay. Hat auch nicht geklappt. Haustür. Nur, dass es jetzt noch mehr ruckelt. Ey, sorry, ich bin einfach automatisch im Pott gelaufen. Sorry. Achso, kein Problem. Ja. Was war das denn jetzt, ey? So, wir haben ein Team rechts von uns, beziehungsweise zwei, die im Outpost Hill landen. Egal. Oh. Armory, oder? Armory und Ivory? Ja, warum nicht? Das war ein bisschen Zonenstress, aber... Als ob. Wir haben ja sonst nicht genug Stress, da kann man sich auch mal welche machen. Supply dropped according to defiance.
Ah, da ist was Schönes. Habe ich noch Platz? Ja. Ich muss sagen, die P90 hat mir gut gefallen. Die goldene. Ich habe doch letztens auch so im Nahkampf was gehabt, wo ich plötzlich meine generelle Meinung über die Maschinenpistolen geändert hatte. Ich weiß nicht mehr, was das war. Ach scheiße, ey. Bei mir ruckelt immer alles, das nervt. Elefant. Oh Gott, was habe ich denn hier alles eingesammelt? Mist. Vor allen Dingen hast du echt vieles liegen lassen. Scheiße, wählerisch sein. Verstehe. DJ nimmt mit, was er kriegt. Ja. Ah ja, genau. Sonst fliegt doch daneben. Oh, das kenne ich. Da hinten ist ein Rucksack. Schnell! Ich habe ihm tapfer einen Rucksack vor der roten Wand gerettet. Oh nein. Aber nicht tapfer genug. Um alle roten Wände. Das ist so nervig. Oh ja. Oh, irgendeine Knarre aufgesammelt, die ich gar nicht wollte. Interessant. Nein. Ach, muss ich eine Cola nehmen. Hast du die gerade... Alter. Du hast gerade eine Waffe weggeworfen, die ich super gerne hätte. Oh, welche denn? Ach, egal. Ich bin, hast du sie wieder aufgenommen? Meinst du die CX-4? Nee, nee, ist egal. Wenn, achso, ich dachte, dass du sie wegschmeißen wolltest. Ich habe gerade was Besserwertiges gefunden. Oh, die MK18. Oh, super. Willst du eine CX-4 statt der MK18? Ist mir eigentlich egal. Hör auf, diese Worte zu benutzen. Ich weiß nicht, was das ist. In den MK18, da hast du... Ja, da hast du, Mann. Sag einfach... Diese eher rundliche und die andere. Das, damit kann ich mehr anfangen. Hast du eine TX-73 mit 5,9? Guck mal, jetzt liegt hier nämlich auch eine rum noch, weißt du? Einfach so. Hat Piranha sich gekrallt, glaube ich. Ja. Wir hätten die ganzen Diskussionen gar nicht haben müssen. Ne? PX-15, 18. Oh, ich habe schon Seitenstechen von den ganzen Rumgerenne hier, ey. Willst du nicht Sport machen? Ja, nein, irgendwie nicht. Ich habe die Steam Subsampling-Einstellung auf automatisch bei Steam VR. Und ich wünschte aber, ich könnte irgendwas unternehmen, damit hier nicht alles wie Kacke ruckelt. Das ist echt anstrengend. Ich glaube, es ist aber schlimmer geworden, seitdem ich die Software gestartet habe, von der ich gehofft hatte, dass sie mir den Chat einblenden wird, was sie nicht tut. Oh, jetzt gehe ich rückwärts übrigens. Meine Steuerung ist... Ich kann nicht mehr steuern. Hallo? Was? Ja, ich kann nicht. Also ich kann schon steuern, nur nicht in die Richtung, die ich möchte. Was ist das? Den Rucksack? Will den jemand? Willst du mich verarschen? Ja. So, bleib doch lieber die Quest. Ich setze mich auf die Couch. So, achso, jetzt kann ich wieder geradeaus gehen. Es war nur ein kurzer Moment. Ich glaube, ich habe sowieso alles Rucksackiges voll und so. Okay. Okay. Hier unten sind Feinde. Kannst du bitte nochmal markieren? Da. Oh shit, die sind wir schon nah. Ja. Und hinter uns ist die Wand. Ich gehe zu den Feinden. Ja, die, da hinten kraucht einer. Ja, den sehe ich auch. Ja, gleich hier vorne da drin waren sie auch schon. Hier ist noch ein Rucksack. Alter. Wenn jemand möchte. Ich habe genug Rucksäcke. Bei mir geht nichts mehr rein. DJ? Ich habe auch genug. Voll. Okay.
Ich höre irgendwie Geräusche aus Richtung, als ob sie direkt von dem großen Turm hier kommen. Ja, ne? Oh, hier ist wohl jemand gestorben. Oh, wie unschön. Ja, Mo, du springst doch ein bisschen. Ja, ist, also ich kann es auch nicht sagen, ob ich schon wieder so einen miesen Ping habe oder bei mir stottert und schnoppelt es und das ist wirklich Ding ist bei mir unsexy. Ich sollte auf dem Dach gegenüber sein, ne? Ja. 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 Leider kein klares Ziel. Geh in die Richtung. Wie können die mir so viel abziehen, leider? Gibt's doch gar nicht, Alter. Wollt ihr zu mir kommen, oder? Ich möchte einfach nur ein flüssiges Bild haben, damit ich mal anständig spielen kann. Das ist völlig unklar, Alter, schon wieder. Du musst noch ein bisschen... Kids Benny, von oben kommt jetzt jemand. Von der Richtung, in der ich... Oh, sehr gut. Ich klettere... Oh oh. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, der andere ist, warte. Der ist außen am Haus. Ja, der kommt jetzt von außen. Von der Straße. Ja. Ah, shit. Ich hab ihn fast. Knapp. Aber die P90 ist auch eine Kette gehabt. Next. So, ich muss jetzt mal gucken, ob ich dieses blöde Programm wieder beendet bekomme. Ich habe nämlich das Gefühl, seitdem ich das OVR anschalten wollte, ist die Performance noch schlimmer geworden. Wie kann ich sowas beenden? Ich gehe dahin, Spiel beenden, beenden. So. Sonst das Spiel mal neu starten? Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ist einfach insgesamt hier alles so ein bisschen messy. Das Dumme ist nämlich, wenn man diese OVR-Toolkit startet, dann kann ich plötzlich mit den Controllern nicht mehr das Desktop bedienen. Das ist so. Okay. Oh Mann, ey, ja, und alles wird noch furchtbarer. Eieieiei. Steuerung besser. Genwer, ich kann das gerade nicht sehen, weil neuerdings vor dem Chatfenster das Fenster ist. Ich werde es jetzt irgendwie abbrechen. Oh, wartet mal kurz. Schwerwiegende Probleme. So, das Programm ist jetzt beendet. Steuerung besser oder schlechter wie Index bzw. allgemein. Also ich habe jetzt hier bei dieser Session massive Probleme mit der Steuerung und tatsächlich auch Another Instance Already. Hier ist aber auch, hier sind irgendwie tausend Sachen im Hintergrund am Laufen. Ich weiß nicht warum. Another Instance Already Running. Was ist das hier für ein SteamVR Desktop Game Theater? Wie soll ich denn sowas offen? Das ist nämlich echt das, was mich bei Mixed Reality so ein bisschen abfuckt. Ich habe hier so viele Instanzen laufen und keine Kontrolle, was was macht. Ja? Okay. So, irgendwie habe ich jetzt nämlich unterwegs das eigentliche Spiel ausgeschaltet. Okay. Population 1 starte ich jetzt wieder. Genau, ich werde jetzt nicht versuchen, OVR, OVR oder so, ich weiß auch nicht, wieder zu starten. Ihr merkt es, ich bin gerade ein bisschen von der Technik abgefuckt. Und außerdem ruckelt bei mir auch alles. Ja, ich habe die Steam-Einstellung für SS auf automatisch. Erwarte also, dass Steam das irgendwie anpasst. Allerdings spiele ich ja auch über Reverb Population 1.
Boom. Ja? Also das kommt auch noch dazu. Zugegeben, ein nicht perfektes Setup. Aber ich habe mir nun mal die Oculus-Version geholt und sehe dann auch nicht ein, dass ich das zweimal kaufen muss. Hello. Hello, hello. Hello. So. Welcome back. Warte mal. Locomotion. Snap, genau. Turning Style, genau. Smooth, Analog Control, what the fuck? Degrees per second. Ja, da ist. Wie kriegt man. Ziemlich viel komisches Sachen, Zeugs, wo ich nicht weiß, was es ist. Ich glaube, ich lasse es vorsichtshalber erstmal auf Snap. Wer weiß, was da passiert. Und im Spiel kann ich es dann nicht mehr umstellen. Na. So. Jetzt nochmal zurück zu dem Kram. Also, warte mal. Ja, ihr seht jetzt wieder das Computerbild. Ich sehe euren Chat noch nicht, aber jetzt, so, alles wieder da. How is Medal of Honor? Keine Ahnung. Sauerei, die Ruckelei. Ruckelt das Bild dann auch bei euch oder nur bei mir? Das ist nämlich noch eine große Frage, Jungs. Was ist denn jetzt los? Zack. Was ist passiert? PJ ist weg. Entweder hat er sein Kabel nicht angeschlossen. Oder ja, okay. Nee, da ist er wieder. Aber er wird angezeigt. Trotz gehabt. Oh Mann. Entweder das eine oder das andere, ein dreifacher Familienvater und habe andere Prios. What? Ich kann der Diskussion leider nicht folgen, Leute. Nee, die Leute schreiben sich im Chat, den ich selbstverständlich die ganze Zeit nicht sehen kann, weil ich hier gerade nicht klarkomme. Du kannst mit dem Sniper zoomen, genau. Entweder die eine, what? Also, wenn ihr euch für VR interessiert, dann gebt das Geld nicht für eine PlayStation 5 aus. Das macht gerade keinen Sinn. How is Medal of Honor? Fragt Alex. Ja, so okayisch, würde ich sagen. Nett. Es geht leicht, ruckelt es. Okay, okay. Wie gesagt, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass dieses Spiel keine Probleme bei Performance macht. Ich habe es nämlich auch schon mal gespielt, kurz, und da ging alles wundervoll. Entschuldigung, Jungs. Also ich habe es auf Smooth und Analog Control. Weil das Erase-In ist, wenn es langsam geht's los und dann wird es schneller. Ah, und das ist Shit. Okay. Warte mal. Also, du hast. Und 360 Grad per Second habe ich als Speed. Okay. Also, ich weiß nicht, bei mir ist ein Analog-Controller und wenn ich den klicke, ich weiß nicht, ob der geklickt ist oder nicht. Das ist ja schräg. Versteht ihr, was ich meine? Normalerweise sind die Kärtchen hier grau. Und wenn ich sie aktiviere, sind sie blau, ne? Boom. Und bei Analog Control, wenn ich da drauf drücke. Okay, das ist echt schräg. Das verstehe ich nicht. Wir versuchen es. So, ich bin ready. Seid ihr noch da? Ja. Okay. Ja. Ihr müsst immer was reden, sonst denke ich die ganze Zeit, ist es schon wieder irgendwas abgebrochen. Entschuldigung. Ist gerade am Kommunizieren mit dem Chat. Nein, nein, ich habe mit euch geredet. Oh. Wundert euch nicht, dass ich immer so komische Bewegungen hier mache, aber irgendwie habe ich einen steifen Hals. Und jetzt bin ich ganz alleine. Ach, da sind sie. Hallo. So. Ich habe Tasten. Ich weiß nämlich ums Verrecken nicht die In-Game-Taste, wie ich In-Game ins Menü komme. Die finde ich nicht. Normalerweise ist das ja eine von den Oculus-Tasten. Nee. Piranha? Alles gut? Sammelt sich gerade so ein bisschen die Waffen zurecht. Okay, jetzt habe ich was Smooth-Turn an. Ach ja, ich auch. Whoop. Ja, geht eigentlich. Ich habe jetzt 200 Grad eingestellt gehabt. Ich glaube, ich habe irgendwas mit 300 oder so. Fühlt sich schnell genug an. Aber ich bin eigentlich nicht so ein Smooth-Turn-Fan. Aber ich mache das jetzt mal, weil ich glaube, dass es für die Zuschauer angenehmer ist als Quick-Turn, wenn da immer das Bild so umspringt. Könnt ihr mal sagen, ob ihr das netter findet, wenn ihr Smooth-geturnt werdet? Ich glaube, ich kann mich dran gewöhnen. Ja, schieß mal Benny von hinten. Hey. Ich hab das gehört. Wieso denn? Du scheiß Weihnachtsmann! Naja. Piranha, kannst du auch sprechen?
Piranha? Kann er uns hören? Meinst du, er kann uns nicht hören, ne? Ne, ich glaube nicht, das X ist. Wollen wir nochmal rausgehen? Alter. Wollen wir nochmal rausgehen, oder? Ja, besser ist, oder? Weiß er nicht. Okay. Meinst du, er kommt plötzlich im Game zurück? Lobby. Lobby, falls er uns hört. Irgendwas tippt er gerade, warte mal. Voll die Kommunikationsversuche. Ja. Ich geh mal raus, Lobby. Ich kann nicht rausgehen. Ich weiß nicht, wie ich. Ich kann das Menü nicht aufrufen. Du hast ja keine Menü, wa? Alter. Na, dann müssen wir. Dann müssen wir da jetzt durch. Was mach ich denn jetzt? Ich kann das Programm unterbrechen und neu starten. Ach, das, na, das würde bei mir funktionieren. Ja, Quatsch. Lass es uns so versuchen. Ach, Ronny, come on. Ja, I'm sorry. I'm sorry. No, no problem, sorry. Ronny. I shoot you in the knee. Ist okay, ne? Boom, boom, boom. Schießen Sie bitte nicht mich. Ich habe sie nicht geschossen. Es war nicht meine Schuld. Die Waffe ist von alleine losgegangen. Okay, sorry. It was about your buddy up here. Hey, buddy. Hi. Tun Sie nie die... What's up? Oh, sorry. Was war das denn? Was war das denn? Tun Sie nie die und dann... Hand auf Guard. Passen Sie auf. Was? Leute, jeder einzelne Mensch, der uns in dem Spiel begegnet, haut ein paar Brocken Deutsch raus. Das ist absurd. Ja, PJ, ja. Du kannst ja auch sowas benutzen, ne? Es wäre schon interessanter, uns früher oder später unterhalten zu können. Naja, was willst du machen? Was haben die eigentlich die anderen gemacht? Ach, die sind alle weggeflogen. Was? Oh. Ich bin schon gesprungen. Sind wirklich welche? Oh ja, oh Gott, ich bringe mich Richtung Raffinerie. Da standen ja noch alle Pots standen doch noch. Ja, tut mir echt leid, ich hab's total verschlafen. Oh Mann, ey. Das wird heute nichts mehr mit mir und diesem Spiel, ja. Gottes Willen. Ich bin ein Adler, also kein richtiger, aber immerhin kann ich fliegen. Wo ist denn PJ hin? Wissen wir halt nicht. Vielleicht ist er doch rausgegangen jetzt, was meinst du? Nee, hier vor mir ist er. Ziemlich sicheres Indiz dafür, dass er hier ist. PJ, du Arsch! Die Säulen gehören mir! Dieser Mistkerl! Jetzt hält er mir eine Banane hin. Oh mein Gott. Wir sind um die Wette auf den Turm geklettert, weil wir beide da fette Beute gewittert haben. Und was war da? Na, tatsächlich fette Beute. Ein Rucksack und überhaupt. Okay. Aladins Schatz und boah, es war einfach nur krass. Aber ich sag mal so, wer nicht reden kann, hat auch kein Recht auf den Stuff, ne? Ja. Ist einfach. Kann ich sagen, oh, das will ich nehmen, lässt du mir das liegen, oder? Genau, er hätte jederzeit sagen können, ey, ich bin schon unterwegs, das ist meins. Aber nein. Er zieht es ja vor, zu schweigen. Von dem Anspruch. Ja, ganz klare Geschichte. So, was haben wir jetzt? Das ist gut, das ist gut. Ein bisschen Akku wäre noch nett. Das Einzige, was ein bisschen blöd ist, auch wenn man so spielt mit dem Turn, muss man sich manchmal immer so ein bisschen verdrehen. Ja, das geht mir auch so. Ich bin jetzt auch gerade erst dran gewöhnt. Ich hatte mal Snap an. Naja, ich finde Snap auch angenehmer, weil es einfach direkter und schneller ist manchmal. Piranha hat ja vorne den Rucksack noch nicht gesehen. Oh oh. Stell dir vor, Piranha kann uns aber hören und hört alles so, oh, da war ein Rucksack und so. Ist ganz traurig. Ja, das und ich habe kurz überlegt, ob ich warte, bis er um die Ecke kommt und das sieht, wie ich ihn einsammle. Oh, komm mal. Seit wann bist du denn so gemein? Warum vor allen Dingen? Das ist natürlich nicht gemacht. Woher kommt das? Er hat uns doch nichts getan. Ich bin ganz lieber. Weißt du, es ist quasi so ein bisschen... Disabled. Und da findet er aber... 2 Sterne AKM, falls das für jemanden interessant sein sollte. Interessant. Übrigens, mein Bild ist jetzt wieder flüssiger, als ich das Spiel neu gestartet habe und ein paar Tasks im Background geschlossen habe. Also, ja, guck. Jetzt habe ich eigentlich ein ganz angenehmes Bild, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es in 2D ist bei euch, zuschauenden Menschen, falls es überhaupt noch jemand ertragen hat und da ist.
P90 hat er gefunden. Guck mal, Piranha. Er funkt uns. Boom, boom, boom. Es funktioniert. Finde ich gut. Zeig dir mal, was ich hab. Zeig dir mal, was du hast. Okay. Warte. Ich beobachte mal beim Waffenflexen. Ich hab ihm gezeigt, dass ich davon schon eine goldene hab. Und er so facepalm. Mit seinem Avatar. Naja, tatsächlich, wenn man eine Index hat, dann könnte man sogar Gebärdensprache machen, oder? Ja. Ja. Hat Population One die, das Finger-Tracking? Keine Ahnung. Ich hab, ansonsten prinzipiell ja. Klar. Ey, kann es sein, dass ich das mit der Index noch gar nicht ausprobiert habe? Doch, habe ich. Doch, doch, am Anfang habe ich das zweimal gemacht. Ja, danke. ich habe genau dieselbe. Ist die. Ja, danke. Oh Gott, es ist wirklich, als wenn man mit jemandem, der eine andere Sprache spricht, kommuniziert. Indisch. Die man auf jeden Fall nicht versteht. Und uns gar nicht versucht. Tja, eine bessere CX-4 oder MK-18 würde ich ja noch suchen, falls euch da was über den Weg laufen sollte. Glaub nicht. Ich gucke hier so ein bisschen in die Hausfenster. Aber es sieht nicht so gut aus. Was ist mit der Oh, scheiße, die Baustelle ist schon occupied von der roten Wand. Schade. Oh, 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 scheiße, direkt vor mir, Leute. Fuck, fuck, fuck. Oh ja. Ah ja, ich bin schon tot. Alter, ey. Das ist heute echt nicht mein Spiel. Ich komme mal zu euch. Oder, weiß ich nicht, gehe ich zu Piranha? Ja. Warte mal, ich gewinne Höhe. Piranha, geh mal lieber in Deckung, falls du uns hören kannst. Ah, du hast die Granate auf der... Nee, Piranha nicht! Die haben dich in der Zange, Bro! Hinter dir! Okay, okay. Das sind zwei, ne? Es sind zwei! Oh, scheiße, Leute! Oh nein, Piranha muss es wieder reißen. Und zack. Aber vielleicht hören wir ihn jetzt dafür wieder. Ja, ich hoffe... Oh, die Hölle. So, eine Geschichte ist tatsächlich krass, ne? Dadurch, dass dieses Ding so zu ist, ich bin es echt immer gewohnt, ein bisschen durch die Nase unten zu linsen, wo im Zimmer ich stehe, wenn ich mich zum Beispiel hinsetzen will. Geht hier nicht. Geht hier echt nicht. Ich muss echt die Brille gewaltsam abheben. Ah, da ist deine goldene Stimme wieder. Mhm. Was war los? Warum hast du nicht mit uns gesprochen? Ich konnte nicht. Ich habe euch nicht gehört und ihr mich nicht. Okay. Der Sweet Spot, zumindest schlecht in einigen Spielen, ist zu langsam. Ich verstehe nur den Mo und die anderen sind zu leise. Achso. Ich kann es leiser machen, aber dann sind auch die Umgebungsgeräusche lauter, ne? Ich höre euch, entschuldigt. Das ist ganz gut, Mo, wenn ich. Ja? Mo, diesen Spaß mit. Wir tun so, als ob wir jemanden, den dritten im Team nicht verstehen, machen wir nicht nochmal. Nee, es hat nicht geklappt. Jetzt hat Piranha was zum Nachdenken. Hi, Salzsocke. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr dabei ruhig geblieben wärt. Wie ich geredet habe. War da Fäkalsprache im Spiel? Das war sehr, sehr, sehr ausfallend, ja, und sehr vulgär auf jeden Fall. Naja. Das Spiel hat sich sofort zensiert. Stell SS auf 50. Naja, das Game sollte das selber auf das stellen, was es möchte, finde ich. Also, Video steht bei mir auf, warte mal, automatisch, ne? Und, Alter, ich stell's mal auf 32. Wenn's jetzt nicht smooth läuft, dann weiß ich auch nicht. So. Sagt ihr wieder nichts oder höre ich euch nur nicht? Scheiße. Ja, wir sind da. Ah, danke schön. Ja. Ich glaube, wir müssen das Matchmaking gleich nochmal abbrechen. Das dauert. Matchmaking abbrechen? Naja. Ich weiß auch nicht, Leute. Also, ich glaube.
Ich habe halt mit der Index ein bisschen weniger so Softwareprobleme vor allen Dingen, ne? Hardwaremäßig läuft ja eigentlich alles ganz okay. Ich bin auch ein bisschen hin und her gerissen. Ich wünschte eigentlich, ich hätte ein neues Büro und einen Grund, sozusagen zwei Kabelbrillen zu haben. Dann würde ich eine davon ins Büro nehmen und die andere zu Hause behalten. Wieso hört man jetzt eigentlich die Schüsse? Normalerweise ist das gemutet. Ich hau mal ab. Reckless Ralph. Das ist ein lustiger Name. Seht ihr das da? Mit VR. Reckless Ralph. Bisher waren die Schüsse in der Lobby gemutet, sodass man reden konnte. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt schon wieder weg ist. Und irgendein Idiot schießt nämlich immer auf einen. So. Baue mich hier ein. Ich baue mir einen Turm. Jetzt geht's Squiddy und Piranha dahin. Was soll denn das? Ich habe tatsächlich schon Leute gesehen, die sich im Spiel einen riesen hohen Turm gebaut haben, um dann tatsächlich schnell irgendwo hinzukommen, so wie ich jetzt, zu Kids Benny. Hallo. Redet ihr miteinander oder warum steht ihr immer auf einen Haufen? Guck mal, Piranha hat gewunken. Hallo? Let's get Speedy, kannst du mich hören? Benny, kannst du mich hören? Scheiße. Ich bin mir nicht sicher, ob gerade hier alles Roger ist. Weil ich höre die Schüsse der Leute, aber niemanden reden. Das ist eigentümlich. Vielleicht bin ich jetzt der Piranha der Party. Ach, scheiße. Echt jetzt? Kannst du mich hören, Kiez Benny? Shit. Piranha, kannst du mich hören? Ja, das kann ja was werden. Könnt ihr mich hören? Hallo? Kannst du mich hören? Ich weiß nicht, ob die beide sich hören können. Ich glaube schon. Mann, ey. Jetzt bin ich der Taubstumme der Runde. Oh, Mann. Ich wollte nie, dass es so weit kommt. So, ich weiß auch nicht, ob der Chat hier richtig funktioniert. Jetzt kann ich aber den Spielsound wieder leiser machen, oder? Wenn ihr die anderen eh nicht hören könnt. Aber guck mal, wie nett, ne? Jetzt machen sie überall Marker, damit ich weiß, was los ist. Ich geh mal direkt hier runter. Oh, ich glaube, rot bedeutet Feind. Ist nicht gut. Alter, das ist ein Drop. Fork. Fett. Das ist natürlich ein Geschenk Gottes. So, hier sind die besten, goldensten Superwaffen. Die auch. Man ist quasi sofort perfekt ausgestattet. Jetzt muss ich nachdenken. Das hier tausche ich gegen eine Banane. Okay. Wir sind aber ein relativ eingespieltes Team, ja? Also Piranha, Benny und Icke. Ich hoffe, dass wir uns auch wortlos verstehen.
Okay. Kurzer Check. Alles gut. Ja, das Merkwürdige ist immer, wenn wir nur so für uns spielen, mit der Quest, ohne zu streamen und so, sind wir eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, machen wir eigentlich immer eine ganz gute Figur. Heute Nachmittag haben wir mal gespielt. Ich weiß gar nicht, wann das war. 16 Uhr oder so. Haben echt sehr viel gewonnen. Und nachmittags ist es nämlich auch nicht so easy. Ihr sagt vielleicht, okay, da sind nicht die Profis, doch, da sind die ganzen Kids unterwegs. Und die sind auch hart. Ja, das, den habe ich doch schon leer gefrühstückt, Junge. Den Drop. Kids hat's nicht gemerkt. Ich hätte jetzt noch gerne ein paar Handgranatelchen. Da oben ist einer. Battle zone shrinking in. 30 seconds. 5 squads remaining. Und damit bin ich ganz gut bedient. Okay. Keine wirklich geile Nahkampfwaffe, wobei die MP ist eigentlich auch eine gute Nahkampfwaffe. Doch. Unterschätze ich. Ich habe bisher immer die auf die Pumpguns gesetzt. Muss aber sagen, dass die MP unfassbar effizient ist, weil die so viele Schüsse hat, ne? Könnte den Gegner richtig durchsieben. Ich weiß jetzt leider nicht, wo wir hinwollen. Das finde ich nicht. Ach so, okay. Wir sind gerade im Zentrum des des Geschehens sozusagen. Shield, hm? Ich gucke. Ich habe nicht das Gefühl, weil ich bin ja jetzt hier auch mit meiner Sehbrille drunter, ne? Und es ist im Verhältnis zu vielen anderen Brillen mit der Brille und der VR-Brille eigentlich erstaunlich bequem. Aber am Ende des Tages habe ich auch noch ein bisschen Druck auf der Nase und so, ne? Und für die Index und für die Quest habe ich jetzt mittlerweile Einlegelinsen. Und irgendwie ist das dann natürlich komfortabler. Und ich muss echt sagen, es ist schon interessant, wenn man alles so scharf sieht, aber kriegsentscheidend ist es bei mir nicht. Ich habe da echt noch andere Prioritäten. Fump. Alter. So, ich glaube, unser Job ist dann hier irgendwie zu warten oder so. Also das Feld, im Prinzip ist die Kirche das Zentrum. Ich frage mich gerade, warum wir nicht... Was war das denn? Ich war eben kurz raus. Ja, genau. Sie lesen meine Gedanken. Ich meinte eben, warum wir nicht uns hoch auf der Kirche positionieren. Das ist nämlich ein verhältnismäßig guter Spot. Allerdings hat man da auch nicht viel Deckung. Und wir sind in einer Sache auf jeden Fall schlecht. Nämlich uns einbauen und selber decken mit den Bauteilen im Level, was nämlich eigentlich gut geht. Da wir aber so komische Oldschool-Hasen sind, vergessen wir das immer. Ja, man kann sich nämlich schön hier Deckung bauen. Die einen zumindest eine Zeit lang schützt. Ah ja, da sind schon Gegner. Darf sich natürlich auch nicht komplett zumachen. Oder? Ah, guck mal, das sind schon wieder so eine Atzen, die am Kirchturm hängen. Also ich treffe den nicht. Ich frage mich halt wirklich, ob die irgendwelche Glitches ausnutzen. Vorhin kommen sie jetzt von allen Seiten, ne? Das ist nicht die einzige Richtung.
Man kann die Deckung wegschießen. Aber er vergeudet halt unfassbar viel Munition damit, ne? Okay, einen habe ich getötet. Ich weiß nicht, ob die anderen das mitkriegen. Ist schon mal nicht schlecht. Aber ich muss auch ein bisschen Munition sparen. Ich habe leider hier auch nichts Alternatives. Ich guck mal. Ne, ich habe hier nichts. Ah, Alter. Meine Schilde sind schon ein bisschen runter. Schilde. Kurze, kontrollierte Feuerstöße. Eigentlich sollten wir warten, bis die hier rankommen. Hier vorne können wir sie super easy ausknipsen. Wir haben quasi für dieses Spielverhältnis hier die Idealposition gehabt. Jetzt haben wir sie aufgegeben. So, das hier hält auch nicht ewig, aber es wäre auch nicht so schlecht an meiner Stelle, nochmal ein bisschen Schild einzusammeln. Na, also wenn man eine hohe Position hat, ist meistens ein bisschen Vorteil. Aber auch nur... Oh, Kiez ist runter. Kiez ist runter. Ich gehe mal zu Piranha. Guck mal, da hält nämlich einer nur seine beschissene Knarre rüber. Ah. Ja, ich glaube. Ende des Tages. Guck mal, vor allen Dingen jetzt, ich werde mal spektaten. Ich höre ja die anderen eh gerade nicht. Also, hier haben sie mich gerade weggematcht. Hinter uns kam aber eh, also von der linken Seite kam jetzt eh noch ein Team. Und die machen es halt voll richtig, ne? Der hat sich hinterm Berg geklemmt, hält nur die Knarre hin. Und dann kann man ihn quasi nicht treffen. Wobei, von hier aus sieht es mal ganz normal aus. Interessant. Alright. So, er ist jetzt in der roten Zone. Er muss hier weg. Er muss ins weiße Feld kommen. Und es ist tatsächlich jetzt 1 gegen 1. Ja, einer von F ist noch da und einer von B. Spar die Munition, Bro. Ah ja, okay, er hat sich ein bisschen getrunken. Die sind jetzt auf Augenhöhe beide, das ist so witzig. Au. Oh. Okay. Nice. Ja, irgendwie, wir schieben heute leider nur so eine Oper-Performance. Kann man sich nicht schönreden. Mo? Ja, ich bin da. Ah, ja, jetzt bist du auch wieder zu hören. Was soll denn das? Einmal ja, einmal nicht? Jetzt ist jeder einmal die Runde der Taubstimme bei uns, oder was? Ja, ja, ich glaube, jetzt bin ich dran. Ja, sehe ich genauso. Habt ihr ein Glück. Aber es geht. Ich musste feststellen, dass ihr sehr behindertengerecht spielt. Ja. Ja, ich wusste immer, was gerade Phase ist. Mit deinen Besonderheiten sehr um. Ja, dankeschön. Oh Mann. So, Lucky Mick, ich finde die Indexbesitzer ist die G2N wirklich kein wirkliches Upgrade. Ja, finde ich auch. Der Sweet Spot, blablabla, genau. Es wird halt nur ein bisschen schärfer, ne? Ja, da ist echt krass, so total dunkel. Voll den Mo verpasst, sagt Lucky. Wie konntest du nur... Und genau, das ist Population One. Ach, das hatte ich gar nicht in die Überschrift geschrieben diesmal.
Es ist Population One. Wie viele gucken denn noch mit? Gut, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sehen. Nicht viel. Oh, was? Nein. Also, die Software von YouTube sagt, hier gucken 45 Leute. Das würde mich aber irritieren, weil eigentlich... doch, ja, sagt das auch. Ist ja komisch, weil es schreiben dafür verhältnismäßig wenige Sachen. Aber wahrscheinlich, weil ich eh die meiste Zeit nicht lesen kann. Ich werde es nächstes Mal wieder so einstellen, dass ich direkt im Game machen kann, Leute. Ich muss mir was ausdenken. Irgendwie ist das ständige ein anderes Headset benutzen, hilft nämlich auch nicht, um da mal alles fit zu haben. Kann ja YouTube dann immer mal die aktuellen Kommentare faxen. Und die lese ich mir dann wie durch? Na gut, aber grundsätzlich. Außer, dass wir heute auch ein bisschen lame spielen. Also nicht heute. Heute haben wir schon gut gespielt. Aber heute Abend. Muss ich echt sagen, wenn ich die Wahl hätte zwischen G2 und Quest 2 zum Population 1 spielen, ganz klar Quest 2. Ja, auch die ganz kleinen Glitches, die man hier hat mit dem Tracking oder so. Müssen ja nicht sein. Es geht wirklich gut, aber... Oh ja, scheiße. Ich glaube, Kiez kann mich schon wieder nicht hören. Und Weihnachtsmann geht's auch nicht gut. Diese Position des Weihnachtsmanns übrigens spricht auch für einen sehr, sehr schlechten Ping. Ja? Das heißt nämlich, das Spiel hat seinen Rig noch nicht synchronisiert. Das ist die Grundperson, die Grundposition von Charaktern. So wird immer das Rig reingezogen und dann wird die eigentliche Animation drauf gemappt. Und wenn die Charakter so aussehen, ist das schon immer ein schlechtes Zeichen. Kann aber auch ein Performance-Problem auf seiner Seite sein, ne? Also ein Verbindungsproblem. Ich habe noch nie gesehen, dass die Schuhsohlen leuchten. Das ist ja schick. Oh, da stehen schon welche unten. Was? Kieze stürzt sich trotzdem? Gewagtes Experiment. Weil meistens schießen sie schon direkt. Ach, die schießen... Oh Gott, hier sind schon zwei Teams auf dem Friedhof, ey. Abgefahren. Da hinten gehen auch welche runter. Ich glaube, wir sind gerade in nicht der perfekten Position. Zwischen den Stühlen sozusagen. Und ich merke das nämlich auch, wie die Verbindung ist, schon an der Geschwindigkeit, wie ich die Sachen einsammeln kann. Wenn ich hier drücke, wupp, und das dauert so ein bisschen, also den Bruchteil einer Sekunde, aber irgendwie merkt man schon, dass es nicht ganz so schnell ist, wie man gewohnt ist im Verbindungsidealfall. Mal gucken. Und das ist alles erst problematisch, wenn man auf Gegner trifft, ne? Weil die springen dann ziemlich viel. Also im besten Fall hat man immer einen hohen Ping, oder entschuldigt, einen guten Ping. So, und dass ich mich mit den beiden auch nie absprechen kann, ist auch ein bisschen schäbig. Wir müssen aber sowieso in die Richtung. Und ich glaube, das wissen wir alle. Seht ihr, das Observatorium-Ding, sie ist eine Weihnachtskugel. Das haben sie ganz süß gemacht. Ich gehe die Wand hoch. Um zum Lou zu fliegen. Zu gleiten. Wie ein Adler. Scheiße, ich habe aber... nicht viel gute Sachen. So, wir müssen in die Richtung. Da sind Feinde. Rot bedeutet immer Feinde, ne? Also, scheiße, da sind auch Feinde. Ich kann das nicht. Scheiße. Schnell hoch.
solange man draußen hängt. Aber bei mir, guck mal, es wird immer schlechter hier. Achso, nee. Ich habe schon genug aufgenommen. Ich bin so ein Idiot. So, kurz überprüfen. Granate schnappen. Hallo. Oh oh. Eigentlich eine gute Chance, ne? Ja, hat er auch gemerkt. Benny lässt nämlich schon aus Prinzip diese Bauteile mal liegen, weil ihn das gar nicht interessiert. Dabei sind die super nützlich, um genau das hier zu machen. Von den Eisfeldern hinten schießt jemand und jetzt habe ich ihn... Oh oh. Oh, da sind aber noch mehr unterwegs. Ich muss die Jungs warnen. Warte. So, das hören sie nämlich auch, ne? Wo müssen wir hin? Ach scheiße, wir müssen aber in die Richtung eigentlich. So, und man hofft natürlich, wenn man nicht so gehetzt ist, immer noch eine bessere Waffe oder sowas zu kriegen. Denn diese ganzen Waffenarten gibt es immer in verschiedenen Ausführungen. Irgendwie in total einfach. Und ein bisschen höherwertiger, ne? Und die höherwertigen haben dann auch mehr Impact, wenn ihr damit jemanden trefft. Sprich, in so einem direkten Duell. Na komm schon. Scheiße. Jetzt schießen sie hier auf jemanden. Wartet mal. Wo ist der? Die schießen über mich. Alter. Da war eben jemand direkt über mir. Das ist ja abgefahren. Der ist hier gestorben. Irgendein Feind. Übrigens. Wow. Ich habe gerade zwei sehr gute Treffer gemacht. Das war scheiße. Sehr gut. Ich hoffe, wir haben sie alle gekillt. Nee, haben wir nicht. Ich wünschte... Ich habe noch leider eine sehr schlechte Assault-Waffe. Ganze Batterie an Auswahl. Aber das Niveau habe ich auch. Kiezpenny macht es eigentlich richtig. Erstmal wieder höher gewinnen. Denn im Zweifelsfall kann man gut reagieren und schnell die Position wechseln, weil man nämlich oben ist. Und wir müssen auch die Position wechseln. Und zwar, eigentlich können wir nochmal dieses kleine Haus hier besuchen. Irgendwas signalisieren wir da mal. So. Okay. So, ihr habt das gesehen, ne? Wir verlieren nicht jedes Shootout. Also das hat eben ganz gut geklappt. Ist aber auch immer Glückssache, ne? Ich hatte zwei Granaten geworfen, die haben die tatsächlich extrem runtergezogen. Also minus 113 Schaden gemacht. Und dann noch zwei, drei Treffer, dann sind die auch hinüber. So, das Feld ist da vorne. Es wäre sehr ungewöhnlich, wenn da nicht schon wieder jemand wartet. Ich hätte fast Lust mal hier ganz oben... Oh, scheiße, das war dumm. Ganz oben auf den Turm zu krabbeln. Momentan bin ich im Turm zwischen den Teilen und damit hoffentlich relativ geschützt. Die anderen können mich sowieso sehen, genau. Aber das ist ja merkwürdig. Das ist ja auf so einem Turm war ich noch nie. Okay, 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 okay. Nice. So.
Ich habe hier allerdings keine massiven Ressourcen, aber hier ist genau die Kante von dem, von der Drop. Nee, von der Todeszone. Das bedeutet. Oh, genau. Das bedeutet es. Sie schießen auf mich. Okay, ich habe mich erstmal gesichert. Bisschen. Ah, die hocken da auf den Dächern. Scheiße. Ja, sehr schlau, stelle ich mich aber gerade nicht an. So, die müssen jetzt fliehen. Ich schieße leider nur blind gerade. Ich weiß nicht, wo der ist, hinter den Büschen. Achso, aber ich sehe ihn da. Müsste ich nochmal treffen. Geil. Okay, einer ist unten. Ich habe echt hier Glück gehabt mit der Zone, ne? Die ist genau an der Stelle. Und ich habe auch noch eine Banane. So, jetzt geht's aber weg. Jetzt muss ich laufen. Okay, ich glaube, das können wir hinkriegen diesmal. Wir haben ziemlich gute Positionen. Das war's schon. Okay, okay. Manchmal läuft's einfach. Piranha dreht Spiralen. Sehr schön. Na gut. So, trotzdem wir uns nicht verständigen können. Ich habe wenigstens einen Kill gelandet. Nicht so viel. Ah, das war nice. Irgendwann lasse ich mich hier gemütlich nach hinten fallen und bin an der falschen Position. Ich weiß es. Und dann reiße ich. Gute Runde. Alter, wieso höre ich euch im. Das ist doch nicht der Ernst, ich weiß oder? Nicht. Ich würde bei mir mal schnell das Spiel neu starten. Ja, vielleicht starten wir alle mal neu. Die Gruppe einmal auflösen und neu, glaube ich, ist das Beste. Ne? Das dann lief doch diesmal schon, ne? Ganz sonst flockig, schlag ne? Schlag du mal ein, Benny. Einfach. Okay, aber wir okay. Gehen alle raus, oder? Oder ja. Wie? Okay. Warten wir. Kann ich ein bisschen lesen inzwischen. So. Wie findest du die G2 im Vergleich zu Q2? Ich fand die Q2 über Link überraschend nah dran an der G2. Von der Auflösung her aber besserer Sweet Spot. Na, ich finde die G2 sieht schon noch klar besser aus. Also klarer, deutlich wirklich. Aber. Hey, da ist er. Auch nur, wenn der Rechner performancemäßig mitmacht. Ne? Hallo, hallo. Hallo. Hallo, hallo. Dann probieren wir es mal so. Hallo. Hallo? Hörst du mich? Hallo. Hörst du mich? Ja. Ja, okay. ja. Aber das hatten wir vorhin auch. Gucken wir mal, wie es jetzt im Game ist. Trotz mit den Symboliken klappt ja. Ja. Aber normalerweise spiele ich das nämlich immer gerne, weil wir da so ein bisschen rumplaudern, wenn wir auch so schießen und so. Ne? Ist immer wie so ein Kaffeekränzchen mit Leute ermorden. Ist immer total nett. Hallo, hallo, hallo. Piranha. Ah ja, ich höre Leute. Okay. Piranha, kannst du mich hören? Okay, alles gut. Alter, ich muss hier weg. Alter, was für eine Kakophonie. Alter. Ja, wir hören alle. Ja, sehr gut. So, ihr habt fleißig runtergesprungen, würde ich doch sagen, Pott. Nehmen wir einen Bus. Potzen wir uns voran. So Leute, ich glaube, jetzt haben wir Blut geleckt. Jetzt können wir uns zwar wieder verständigen, das heißt, wir werden wieder schlecht das spielen, weil unsere Sinne nicht mehr gefordert sind. Oder, was waren das Komplex? Eben? Fragezeichen? Komplex, ich habe einen Komplex, deswegen ja. Ja, lass runtergehen, was soll's. Oh, scheiße. Das hat so gewummert, dass ich den Absprung verpasst habe. So, ich lade übrigens die Waffe immer sofort nach. Wenn man sie eingesammelt hat, damit man sie nicht ungeladen im Inventar hat. Dann kommt nämlich jemand und man holt sie raus und schießt nicht, weil man muss erst noch nachladen. Ist mir oft genug passiert, irgendwann ist das so. Hast du draus gelernt? Waffen, Muzzle Memory, ne? Waffe aufsammeln, gleich laden. Gleich spannen. Oder wie das heißt. Spannern.
Hier ist noch ein Rucksack. Zum Verschenken oder was? Würde ich doch gerne nehmen. Anscheinend bin ich schon voll. Das echt jetzt? Möchte ich ihn haben? Nimm ruhig. Teilen wir uns das doch. Wir teilen uns einen Rucksack? What? Nee, es gibt zwei. Oben einer, unten einer. Okay, ja, das ist doch schön. Kann jeder einen haben. Ich habe nämlich tatsächlich noch gar keinen. Da ist die Zone. Willst du den noch holen? Scheiße, nee. Eher nicht mehr, glaube ich. Nimm ihn dir. Okay. Alles gut. Ich habe so Angst vor der Zone. Oh nee, jetzt bin ich trotzdem in der Zone. Das hat sich gebessert im Vergleich zum Anfang. Was? Die Zonenangst? Oder ja, was? Zone, ja, wo die noch panischer ausgedrückt wurde. Ah ja. Das ist jetzt relaxter. Oho. Wer möchte eine. Oh, MK18? Ist genau meine Waffe. Oh. Ich habe aber eine mit 3 Sternen abgelegt. Ja, ich habe sie aufgenommen. Ich fresse quasi deine Reste. Sehr gut. Ja, von der. Hat sich endlich mal einer gefunden. Ja, perfekt. Jetzt brauche ich nur ein paar Rucksäcke, dann kann ich vielleicht auch noch ein paar Handgranaten aufnehmen und werde nicht zum jammernden Opfer des ersten Typen, der hier... Alter! Fuck! Ah! Vergessen, dass man diese Art von Fenstern nicht zumachen kann. Ja, die ist lästig. Mach hinne! Scheiße. Die hat mir jetzt ohne was abgezogen. Mo, hier ist ein Rucksack. In der sicheren Zone. Ich komme. Scheiße. Jetzt musste ich extra meinen... Ich muss nämlich, um einen Drink zu nehmen, die Waffe aus der Hand nehmen, weißt du? Tankstelle nochmal gucken. Nicht so glücklich. Ist ja manchmal ganz gut vom Loot. Ja, das stimmt. Ich geh mal hier in so ein Haus. Ja, das waren noch keine 30 Sekunden. Jetzt hör doch mal auf. Fängst du jetzt an, mit dem Spiel zu streiten, oder was? Ja. Ah, das waren keine 30 Sekunden. Vielleicht gewinnt er ja. Hier never ever. Rania? Ja, vielleicht, ja. Nee, ich kann gar nicht. Banane liegt hier noch und eine CX4, 3 Sterne liegt hier auch noch. Ja, die würde ich eher nehmen wollen. Na klar, nimm die. Und schon kommt die Zone auf uns zu. Na genau genommen verfolgt sie dich nur. Ja, ich weiß. Die ist auch wirklich speziell hinter mir her, diese Zone. Das habe ich schon rausgefunden. Ja, festgestellt. So. Bessere SMG-Krieger? Ich glaube, hier auf dem Dach ist schon jemand gewesen. Das sieht hier ein bisschen leer gefressen aus. Das macht einen Eindruck, ne? Ja. Wo müssen wir denn generell hin? Ich habe gar keine Orientation. Okay. Ja, dass wir nicht zum Sandwich werden hier. Ja. Also zum Käse auf dem Sandwich. Ich mach mal kurz das Adlerauge. Alter. Mo, ich hab ja nochmal eine CX4, 3 Sterne markiert, für den Fall, dass du noch. Würde ich tatsächlich. Nee, ich hab eine andere 3 Sterne, passt schon. Ich sehe auf dem Schild hinten Leute. Weißt du? Das übliche. Farmlands, Vorsicht. Okay, scheiße. Oh Gott. Da wo ich hin. Ja, und Schritte bei mir. Ach nee, das bist du. Das bin ich. Was hinter uns noch kommt, da vom. Aus den Plains, was? Okay, von der Farm schießen sie schon irgendwo Richtung Plains? Was ist denn mit diesem Typen? Der steht wie angewurzelt. Oh, hätte ich jetzt einen Sniper? Shit. Ah, jetzt ist er weg. Okay. Tja, mehr Richtung Farmlands halten? Ja, dass wir hier ein bisschen... Müssen wir noch ne? Ja, da werden sie auch schon... Die werden schon beschossen. Da sind 2 Teams, die sich bekriegen. Ja. Holen wir uns die Reste, hä? Ja, wollen wir so lange hier so ein bisschen chillen, oder was? Okay. Ich chille im Eis. Ich bleibe cool. Oh, das ist aber... Hier ist noch ein Rucksack. Nein, wir werden hier voll zum Käse. Das ist kacke. Zum Käse? Bei mir... Rucksack habt ihr? ...sind die Schüsse unfassbar dicht gerade. Und Farmlands bekriegen sich dort hinten. Oh, ja, scheiße. Die kommen jetzt aus Plains und greifen uns von hinten an. Und dann haben wir... Ja, ich komme zu euch. Bin ich hier alleine.
Möchte ich auch nicht. Hier ist noch ein Rucksack in der Scheune, wo ich gerade bin. Ja, ich sehe. Dankeschön. Vorsicht, PJ, da bekriegen sie sich auch schon. Ja, ja, ich versuche mal. Da hinten das Gebäude. Da ist einer drin. Ja, ich versuche hier von beiden Seiten geschützt zu sein, wenn die jetzt wirklich kommen von beiden Seiten. Ist eine gute Idee. Ist der Turm hier gar nicht so schlecht. Ja. Oh, scheiße. Oh Gott, das wollte ich vermeiden. Warte mal, ich... Scheiße. Ich wollte eigentlich das Tor hier zumachen, die Tür. Oh Gott, voll versaut. Neun Feinde. Ja, ich habe jetzt außerdem das Fenster hier zugenagelt. Wie kriegt das denn nicht hin? Oh nein, das ist die Zone! Ich habe voll keinen Überblick, wer wo ist, ey. Oh fuck, und schon sind wir der Käse, weil ich hasse. Oh, dann kommt die mich auch noch holen hier, Alter. Achtung! Geilen Affen, Alter. Großer? Genau vor mir. Leider, ich bin tot. Macht mal euer Ding. Ich komm hinter euch her. Ja, ja, ich komm hinter dir her. Achtung, die kommen euch holen. Ja, ich bin schon erledigt. Ich hab leider es versaut. Okay. Oh Gott, er ist jetzt hier unten, wo ich bin. Mach ihn alle. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Achso, das ist Benny. Ja, das war Benny, Mensch. Pass auf. Oh. Eieiei, eieiei, jetzt haben sie Benny. Au. Oh. Wo haben sie mich denn weggeholt? Ich musste gerade was essen. Ach, da von da oben auch noch. Flipside. Ja, ja. Okay, kurze Dingsy hier, Spectate. Ich versichere mich immer mit meinen Unterschenkeln, dass ich wirklich auf dem Sofa sitze. Ja, wirklich die denkbar schlechteste Position wieder. Ja, da waren wir wirklich ein Sandwich. Du hast uns gewarnt, ja, ja. Guck mal, hier ist aber auch noch voll die Action. Das Recht behalten. A gegen F? Okay, so viel Action ist auch nicht mehr. Ja, aber F ist noch zweigeteilt. Warum eigentlich? Keine Ahnung. Mal gucken. Also sie machen es auch schlau, ne? Der Sebastian 733, ja genau. Er geht langsam rum, während die von vorne weiter ballern. Jetzt lebt nur noch einer. Und jetzt machen sie genau dieselbe Taktik. Wobei, nee, doch, Sebastian, die nehmen ihn voll in die Zange. Guck mal, das machen die schon automatisch. Ja, oh Gott. Erbärmlich. Aber bei diesem Spektaten kann man echt super viele Sachen lernen. Das ist sehr interessant. Das ist mit der geilste Modus im Spiel, finde ich. Haben wir sehr gut gemacht. So, 206. Naja. Am wenigsten konnten wir uns hören. Ist doch schon mal was. Das stimmt. Ja. Das hat doch funktioniert. Ich find, wenigstens etwas. Stell das Spiel doch auf Deutsch. Wozu das denn? Bringt doch nichts. Das ist ganz, ganz das klingt total furchtbar. Also wenn ich das Spiel auf Deutsch, dann sind nur die Menügeschichten auf Deutsch. Das braucht doch keine Sau, oder? Nee. Was hat das für einen Vorteil? Die Synchronisierung ist auch auf Deutsch. Und die klingt furchtbar. Welche Synchronisierung? Die Zone schrumpft jetzt. Echt jetzt? Oh, wobei, das will ich sogar mal hören. Ey, warte mal. Das will ich mal hören, ja. Das finde ich sogar ganz lustig. Deutschland, okay. Das ist ja witzig. Ach so, übrigens, ja, ich könnte auch meine Grafikqualität. Alter, Fast Inferno. Fast Ultra Inferno ist eine Einstellung? Was hat. Ja. Fast Ultra und Inferno. Ich habe jetzt Fast gemacht. Ich lasse das mal auf Fast. Oh, geil. Aber jetzt sieht es auch fast wieder aus wie auf der Quest nativ. Nee. Aber schon ein bisschen. Ich glaube, das sind einfach nur Anti-Aliasing-Werte, oder? Ich weiß es nicht. Das müsste man mal in Ruhe vergleichen. Ich guck jetzt mal. Weil die Sichtweite der Waffen, ne? Also wenn man, wann der Zeitpunkt ist, dass man so nah an Loot-Objekten dran ist, die verbessert sich hier auf dem PC auch nicht. Das haben sie ja auch wirklich runtergeschraubt, auch auf der Quest. Ja. So müssen sie auch, ne? In der ersten Version. Ja, muss ja fair sein.
Okay. Aber das war auch mal besser. So, Wegetax. Ich habe es auf Deutsch gestellt. Jetzt können wir hören, was die in Deutsch sagen. Ich bin gespannt. Oh ja, sei gespannt. Wenn die Match-Suche läuft. Ja. Tatsächlich sind ja die Bots hier, mit denen ich spiele, auch auf Deutsch, wie ihr hört. Ja. Übrigens, Isabella hat gesagt, Keats Benny, du hast eine gute Stimme dafür. Du kannst total guten Review machen von diesem Echsenspiel. Jetzt fällt mir der Name nicht mal ein. Das Tracking ist übrigens okay. Ja, das funktioniert, aber es ist auch klar besser auf der Quest. Ne? Also da hat man eigentlich, da muss man sich nie Gedanken über das Tracking machen. So. Was hast du gesagt? Was hat Isa gesagt? Du kannst sehr gut eine Dinosaurier-Rezension machen. Jetzt ist das schon wieder weg. Das sagt sie, weil wir so oft telefonieren. Nee, sie hat durch den Quest-Lautsprecher ja heute dich gehört. Ach so. Und meinte, sie traut dir das zu. Du hast eine gut klingende Stimme. Ich habe ihr versichert, dass... Mach ich immer eine Dinosaurier-Rezension für Isa. Wollen wir hier auf Dings runter oder schielt ihr auf dem Friedhof? Friedhof, oder? Echt jetzt? Macht mal Friedhof, ich mach das Ding hier. Ich hab heute mal Lust. Oh, okay. Scheiße, nee, da sind Leute, ich komm zum Friedhof. Mama, da waren schon welche. Die Kampfzone schrumpft in 60 Sekunden. Das klingt ja wirklich scheiße. Die Kampfzone schrumpft. Das klingt wie bei Brick Brother so runtergepitcht. Ganz schlimm, oder? Die Kampfzone schrumpft in 60 Sekunden. Tut sie das? Hat sie das wirklich? Könnte eine aus der Muppet-Show sein. Hab ich nie gesehen. Versorgungsstufe. Oh, Alter, das geht ja gar nicht, ey. Eben hat er irgendwas mit Versorgung gesagt. Ich hatte es auch mal ausprobiert und dann ganz schnell wieder umgestalten. Eieiei, das ist wirklich... Ich glaube, das ist jetzt aber noch eine Gewohnheitsgeschichte, oder? Weiß nicht, es ist schon irgendwie gruselig. Es ist gruselig. Explizit. Versorgung, blam, blam, blam. Ich habe hier eine CX4, 2 Sterne, falls es jemand möchte. Hör mal auf, immer mit deinem Zeug zu flexen. PJ, vielleicht interessant, eine AWP, 3 Sterne. Ja. Was hab ich denn? Ach, gar nichts, schön. Viel getroffen habe ich heute noch nicht. Oh Gott, ist das furchtbar. Ansonsten, hier sind 2 goldene Seikos. Das sind ja diese furchtbar schlechten, aber doch sehr schadenbringenden Sniper ohne Visier. Ach. Schön, dass die Psycho heißen. Nicht Psycho, Psycho. Naja, Psycho. Psycho. Weiß schon. Ich laufe gerade auf eine 3 Sterne Mehrfachschuss Pumpgun zu. Ich bin glücklich. Oh, geil. Das ist der schönste Tag in meinem Leben. Tatsächlich. Ich schwöre. Großes Indianererbe. Einfach so in der Gegend rumzulaufen und eine 3 Sterne Mehrfachschuss Pumpgun zu sehen. Das musste erstmal. Ne? Musst du erstmal. Ne. Oh oh, oh oh. Eine Banane. The Wall. Scheiße, ich hab gerade eine weggeschmissen. The Great Wall. Wo müssen wir denn hin? Da hin. Oh, oh. Links die Häuser sind leer gelootet, sehe ich gerade. Da sind alle Scheiben kaputt. Ja, ja, Vorsicht, ne? Also, die sind wahrscheinlich schon weg, die Leute. Das ist so ein Entfernungsding. Meinst du? Ich glaube, die Scheiben zeigt er später an. Aber ich hab doch. Ich spiele doch am PC. No. So quest-optimierte Spiele. Du meinst, die Scheiben zeigt er später erst an? Ey, ich war total nah dran. Ich hab hier gerade Rucksack-Obergau. Was geht denn, ey? Hab ich glücklicherweise schon. Gut gefüllt. Einen könnte ich noch gebrauchen. Ich weiß, sonst hätte ich euch selbstverständlich höflich welche angeboten, aber... Akku. Ich weiß ja, dass ihr in dem Zeug immer schwimmt. Die Kampfzone schrumpft jetzt. Die Kampfzone schrumpft. Vor allem, das klingt wie eine Frage bei ihm, ne? Wie macht er das? Die Kampfzone schrumpft jetzt.
Ja, ordnungsgemäßer Betonung. Bestimmt ein deutsches Synchronstudio beauftragt. Ja, ich bin mir sicher. Die Kampfzone schrumpft jetzt. Es klingt alles ein bisschen wie eine Frage. Ich hab so das Gefühl, dass Feinde bei mir sind. Okay. Oder sind meine eigenen Geräusche? Muss kurz stehen bleiben, dann weiß man es immer. Oh Gott, wir sind echt... Ich schwebe jetzt mal in die verfluchte Zone. Oh, scheiße, scheiße. Da sind definitiv Feinde. Ich sehe einen vor mir. Aber die verschwinden jetzt. Ich versuche sie mal zu markieren. Da habe ich zwei, wenn nicht sogar drei Menschen gesehen. Da ist ein Drop. Wahrscheinlich gehen die gerade zu dem Drop. Ja, die waren ja auch schon in dem Haus. Meint ihr, das macht Sinn, auf diese Häuser hier rauf zu krabbeln und die von oben zu versuchen auszunocken? Oder erstmal lieber Füße stillhalten? Oh, ich sehe sie nicht. Die rennen in der Tanke rum. Geh mal nicht so an den Rand. Ja, die Kampfzone schrumpft in 30 Sekunden. Oh Gott, ich kann diese Stimme nicht. Die Kampfzone schrumpft in 30 Sekunden. Wobei, die haben sich bestimmt jetzt richtig fett getankt an dem Drop und haben alles goldene Waffen. Ja, das denke ich auch. Ja. Wir könnten weiter zur Raffinerie. Werbeschild. Raffinerie, Werbeschild. Ist da... Oh Mann. Ich bin voll in die falsche Richtung gelaufen. Noch vier Teams. Was machen die denn? Ach, Trupps sind es ja. Ich ziehe mich mal wieder zu euch zurück. Bin irgendwie in die falsche Richtung vorgeprescht. Genau, das war jetzt auch mein Plan. Was ist in 10 Minuten? Ah, okay, okay. Meint ihr, es macht Sinn, das andere Ding da vorne auch zu besetzen? Ja, ne? Möglich, ja. Ich habe irgendwie heute keinen Überblick. Wartet mal. Okay, Industriegebäude markiert. Ich sehe zwei. Shit. Okay. Auf dem Dach, ja. Mhm. Sollen wir mal schießen? Ha? Oder ne, jetzt gerade. Warte mal, ich gehe auch mal in Position. Die Zone schrumpft in 30 Sekunden. Oh, der hat mich natürlich auch. Hässlicher Sniper, mich auch. Wo ist er denn? Dich hat er getroffen, nicht dich. Ach, dich hat er getroffen. Leute. Nur den Sound gehört. Haltet euch mal ein bisschen bedeckt, aber haltet sie bei der Stange, dann versuche ich sie mal von der Seite zu holen. Was haltet ihr von der Taktik? Ich muss fast tot, ich muss mal hier noch irgendwo Akku suchen. Geh mal hier runter, wenn ich hier. Die Kampfzone schrumpft jetzt. Kampfzone schrumpft jetzt. Das ist wirklich merkwürdig, ey. Ich schrumpfe auch gleich. Kann es sein, dass wir jetzt genau das Falsche gemacht haben? Ja, ich war fast tot. Ich muss die jetzt mal was unternehmen. Ich habe den Sniper, den ich ein bisschen ange... Oh, mein Controller war gerade weg. Den ich angeditscht habe, aus den Augen verloren. Was nicht so eine gute Idee ist. Wir sollten uns vielleicht gleich zurückziehen ins Dings hinter. Ja. Ins Hinterland. Ich höre sie auf jeden Fall gerade hier. Ich weiß, wo sie ungefähr sind. Ja, die sind zum Drop wollen. Naja. Ich versuche mal eine Granate dahin zu... Sie kommen geflogen. Ja, ich habe genau eine schöne Granatenposition. Ja, ich bin zu hoch für eine Granate, scheiße. Sehr schön. Kriegt er das noch an? Ja, das ist scheiße, scheiße. Meine Granate ist gesessen, da ist einer gestorben. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Bleibt am Ball. Hey. Kleiner Fix. So Leute, von da hinten. Das war aber nur ein Team. Ja, Foothills. Okay, hohes Gebiet, hohes Gebiet. Ja. Zurück. Okay, okay. Scheiße. Ja, der ist offen. Hab einen. So ein Idiot. Ich habe leider keine Nahrung. Na, ich auch nicht. Hab also, Bananen noch hier, eine Banane. Dort. Lass mal.
Irgendwo ist hier einer. Ich höre ihn. Ich gehe mit hoch zu PJ. Okay, ich gehe auch mit hoch zu PJ. Wo sind denn die? Den letzten, den ich gesehen habe, die Richtung. Oh, der wird auch versuchen zu umlaufen. Ah ja, ich sehe ihn. Der ist beim Airdrop hinterm Felsen. Der versucht zu überreifen. Leider keine Granate mehr. Wo mal hin? Macht mal. Jetzt oder nie. Ja, ich höre die Schritte. Yes. Leute. Verdient. Das ich habe ihn. P90 und damit sind die schnell wegzuholen. Die ist super. Ich habe die eine Dame hier, glaube ich, mit dem Revolver runtergeholt. Im Flug. Nee, habe ich nicht. Sehr geil. Nee, habe ich nicht. Ich habe 0 Kills. Dann war es einer von euch. Ich glaube, du hast deinen Teil dazu beigetragen. Sorry. Ich hoffe es. Nicht schlecht. Okay. Ja, hat gedauert, bis wir mal hier langsam warm werden. Schlimm. Jetzt kriege ich trotzdem so wenig Punkte. Nice. Wir haben die Gefällisierung. Was habt ihr? Allgemein. Team. Wie gefällt euch die deutsche Synchronisierung? Ja, gute Idee. Sofort umstellen. Das ist echt. Also, ist jetzt nicht ein super Drama irgendwie? Ah ja, jetzt weiß ich. Weiß ich, oh Gott, auf Dauer ist, also weiß ich nicht. Schon seltsam, ne? Ja. Ein wenig. Wollen wir mal spaßeshalber Französisch nehmen? Ich nehme mal Französisch. Aui. Na, warte mal, da hätte ich auch noch mal. Ich will wissen, wie das klingt. Na dann. Nice. Koreanisch oder Japanisch? Aber Tracking scheint gut zu laufen. Ja, Tracking läuft im Großen und Ganzen gut, ne? Ja, Tracking ist gut. Tageslicht sollte man halt meiden bei der G2. Okay, Mo steht wie ein Gorilla im Nebel. Ja, Stargroff sagt, das war richtig gut. Und Stargroff, ob du glaubst oder nicht, wenn wir nicht streamen, spielen wir immer so. Ist so. Stimmt. Kein Witz. Oh, ich muss mal meine Hände entspannen, ey. Oh, die tun total weh. Wie sind denn die G2-Controller im Vergleich mit den Quest-Controllern? Immer wenn irgendeiner was Wichtiges fragt, dann ist man raus und das Menü lädt. Ist ein Klassiker. Keats Benny auch gespawnt, ja. Wie findest du den Unterschied? Also die Bequemlichkeit, Quest. Die sind fast identisch eigentlich. Ah, okay. Sind super ähnlich. Okay. Ah. Machen wir noch so ein virtuelles Interview draus. Oh nein! Oh nein, Französisch! Oh nein! Ich habe ihm gedacht, was ist das? Wirklich? Ich habe Japanisch, aber Japanisch ist voll cool. Okay. Wollen wir runter? Ja, warum nicht? Ja, warum nicht? Folgt uns doch keiner, oder? Nee. Ja. Ich werde im Flug in das Fenster hier droppen. Pass mal auf. Geklappt. Diminution de la zone de bataille dans 60 secondes. Das macht mich fertig, ey. Et la toisson de blam blam blam. Sehr nett. Troll. Klingt aber, also es klingt nicht schlecht. Das ist nur ein bisschen der erste Schreck. Ja. Also ich bin mit Japanisch auch sehr zufrieden. Jetzt soll aber aufhören zu reden. Vor allem sind im Japanischen die Sätze immer so lang, weißt du? Wenn wir quasi so diese kurzen Aussagen und die Japaner machen ja da so ewig lange Sätze draus, das ist sehr lustig. Oh, ich muss Leute Handgranaten zurücklassen. Das oh nein, ich kann auf der Karte nichts mehr lesen. Ich habe nur noch Vierecke auf der Karte. What? Echt? Weil er keine japanischen Zeichen anzeigen kann. Und war es das wert? Ja, kannst du mal so unter uns. Ey, aber Leute, für mich klingt das Französische besser als das Deutsche, muss ich sagen. Da war so. Ich habe eine goldene P. Ach, und spuck sie gleich wieder aus. Sag mal, geht's noch?
ich jetzt bescheuert? Das ist doch die goldene, ne? Ja. Und habe ich dafür... Hä? Hier läuft gerade irgendwas falsch. Irgendwas läuft hier ganz falsch. Ich habe noch keine Assault. Jetzt habe ich eine Assault. Eine Einser. Meine Mutter wäre stolz auf mich. Ja, hier wäre noch eine 3-Sterne-AK gewesen. Ich nehme sie. Ich bin ja gar nicht so weit weg. Hier ist auch noch eine 3-Sterne-MK-18. Na, die das ist die beste Wahl. Die eckige für Mo. Dankeschön. Die meinst übersetzt, du? Sehr gut. Wo ist denn die 3-Sternige? Du hast doch gelogen. Ja. Warte, ich nehme die hier. Hä, hast du nicht gesagt, das ist eine AK? Achso. Nein, hier ist eine MK18. Die eckige. Jetzt, ich habe schon die Runde, Leute. Ich habe schon die Runde. Ach, aber die Runde, ich weiß nicht, wie viele Sternchen. Okay. 3 Sterne, das reicht mir. Ist okay. Dankeschön. Ihr hoppt die Runde. Nochmal hoch auf die Cliffside, dass da nicht einer von hinten kommen kann. Also in meinem Fall... Aber 6x4 einer kann ich loswerden, nämlich die da. Diminution de la zone de bataille dans 30 secondes. Leute, es sind nur noch Diminution à 30 fuck de Konde. Hier sind noch 15 Gegner. Also die sind noch alle komplett, es ist noch keiner gestorben. Wieso? Ich weiß nicht, auf der Cliffside wohl nicht mehr so viel looten können. La superficie de la zone de bataille diminue. Wir müssen eh wieder zurück, oder? Mhm. Müssen wir? So. Ja. Wieso? Oh, oh, oh. Zone, Zone, Zone. Geh weg. Wer hat das B-Update? Habe ich Platz für Granate? Ja, ich habe Platz. Nein! No! Why? So. Ich hätte auch gerne noch ein paar mehr Granaten irgendwie. Ich auch. Fehlt immer so ein bisschen am Platz. Den Platz habe ich jetzt, aber jetzt fehlt es an Granaten. Ich baue mir hier oben ein schönes Schloss. Dann sollten wir da wieder hin, bevor andere auf die Idee kommen, sich da die Position zu sichern. Oh, aber meine Position ist veraltet. Scheiße, 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 scheiße. Ja. Tschüss, wunderschönes Schloss. Ich muss es kurz beobachten. Guckt euch das an, ne? Schön, ne? Der Drop ist der grüne Punkt auf der Karte, kann das sein? Oder was markiert der eigentlich? Ja, ja. Gab es nicht mal die Theorie, dass das Zentrum sich diesem Drop dann nähert? Nee, ja, genau. Nee, ist aber falsch, oder? Weil jetzt ist der grüne es Punkt. Gibt nur ein bisschen die Richtung an. Okay. So. Ja, Tracking ist gut. Tageslicht sollte man. Mo, da ist ja richtig gut. Macht aber Laune. Je suis très heureux de corps l'audio en français. Oh mein Gott. So, ich komme damit hoch, ne? Besser ist das, Junge. Besser ist das. Besser ist, Digga. Besser ist. Besser ist das, mein Jung. So. Meint ihr, das wird's her? Wollen wir uns da oben auf der Scheune einigeln? Oder ist das verrückt? Ja. Ja. Ach. Wir werden sowieso sterben, wenn bessere Kinder kommen. Wenn bessere Kinder als wir. Kommen. Wenn bessere Kinder müssen kommen. Wir erst bekommen. Wobei. Wo ist denn die Zonenende? Das ist ja noch ziemlich groß alles, ne? Ja. Ich baue aber erstmal noch nichts. Nachher müssen wir uns wieder hier wegbewegen. Dann ist das Ganze umsonst. PJ guckt nochmal an die Felsen. Ob er Kobolde findet. Das hier hinten, dass hier hinten keiner umläuft. Also so, ich baue mir. Ich baue mir eine Aussichtsplattform. Super Highland-Turm. Hallo? Ich habe leider nichts auf große Distanz. Ich bin so hoch. Okay, ein Team kommt übers Farmland.
Ich habe das mal markiert. Ja, ich sehe es. Leider habe ich uns verraten jetzt durch meinen Turm zu Babelbau. Der hatte so ein bisschen mit der... Oh, das ist aber schon weit gekommen. Alle drei sind... Ja, ja, ich sehe sie von oben her bestens. Ich signalisiere ihnen, dass wir die dominante Party sind. Friedliche Absichten. Nein, ich zeige ihnen gerade, dass sie weggehen sollen. Geht weg. Ich glaube, die gucken wirklich zu. Airdrop. Ich hypnotisiere die. Die warten gerade auf den Airdrop. Oh, shit. Oh. Man trifft natürlich von so weit hier, oder? Trifft man da schon was? Ich treffe da nichts, glaube ich. Ich habe auch keinen guten... Ja, die sind... Oh, oh, von daher kommt das nicht. Von wo? Von rechts da ungefähr. Oh nein, die schießen auf meinen schönen Turm, die Schweine. Ja, unhöflich. Sollen die sich mal gegenseitig noch ein bisschen schwächen da unten? Ja. Und wir sahen dann ab einfach von hier oben. Das ist ein Spitzenplan. Das ist Piranhas Taktik. Mal sehen, ob er klappt. Das ist ein Spitzenplan. Ich dachte eben, Benny ist nach vorne gesprungen. Nee, ich wollte eigentlich eine Granate zum Airdrop schicken, aber die waren leider dort schon wieder weg. Ich erschieße gerade den Weihnachtsmann, Leute. Sehr gut. Ich hätte auch Lust, den Weihnachtsmann zu erschießen. Oh, ja, jetzt ist er aber hinterm Berg. Der Weihnachtsmann hält sich hinterm Berg auf. Ja, der kommt schon noch. Der kommt schon noch. Der kommt schon noch. Ein paar Tage hat er noch. Jetzt muss aufpassen, dass er uns auf der anderen Seite nicht umlaufen, ne? Ja. Ja, hier rechts bin ich, also da kommt keiner. Ja, ich meine, die bist du? Links rum wäre natürlich hässlich, ja. Wo, der Weihnachtsmann ist nämlich eigentlich da so hinterm Berg verschwunden und nicht wieder rausgekommen. Das macht mich ein bisschen stutzig. Sei denn. Ah doch, da schießt aber immer noch was hinterm Berg. Also den scheint es dann gut zu gehen. La superficie de la zone de bataille diminue. Scheiße. Der Weihnachtsmann hat keine Schilde mehr. Meinst du? Ah, ich habe ihn nicht getroffen. Ich schon. Ich wollte ihn gerne treffen. Ich versuche ihn dann mal zu sprengen. Schritte. Nee, das da war nichts. Rechts, links, wo? Hier vorne. Oh, okay. Ja. Einen habe ich. Ich sehe leider nichts. Wir sind in der Scheune drin, glaube ich. Unter uns? Ist nur noch einer. Ein einzelner ist noch. Den müssten wir doch kriegen. Und in der Scheune? Ah, mit seiner Scheune, ja? Der Weihnachtsmann. Es war der Weihnachtsmann. Guck mal, wie er liegt. Ja. Oh Mann, ey. Den Weihnachtsmann habe ich erschossen. Oh Gott. Erklär das mal deinem Neffen. Oh oh. Und ich habe gerade einen Blumenstrauß in unserer Wohnung umgetreten. Eine Blumenvase. Oh. Ja. Diesmal habe ich wirklich die Richtung verfehlt und auf der Suche nach dem Sofa bin ich dran vorbei. Hast du dich auf die Blumen gesetzt? Mit einem Fuß die Blumenvase erwischt. Meine Güte, ey. Uff. Ja, läuft langsam. Nice, nice. Also, ich hatte tatsächlich die P5. In Gold, die ist sehr kräftig, deswegen habe ich mich da getraut, mal runterzukommen. Das hat sich gelohnt. Ja, ich stelle fest, wir haben uns jetzt warm gespielt. Ja, ich habe auch das Gefühl. Oder die ganzen guten Leute mussten mittlerweile schlafen gehen. Auch eine Theorie. Die hat Mutti schon alle ins Bett geschickt. Alice schreibt, ja toll, der hatte bestimmt meine Quest im Sack, der Weihnachtsmann. Oh Mann, oh Mann. Wir haben jetzt keine Live-Channel vorgenommen, wir haben jetzt nicht nachgeguckt. Wie spät ist es denn überhaupt? Meine Fresse, ist ja schon 24 Uhr, okay. Wie sieht's, müsst ihr morgen arbeiten oder so? Oder? Nö. Was muss ich denn morgen machen? Was haben wir denn am Mittwoch? Ich muss Rotkohl kochen. Ja, das ist meine Aufgabe morgen. Mein einziger Job, den ich habe. Einkaufen, Rotkohl kochen. Das ist schaffbar. Ist schaffbar, ne? Da bleibt sogar noch eine Menge Zeit für Population One, glaube ich. Einkaufen muss ich morgen auch nochmal. Grob putzen. Grob putzen? Ja, so grob. So für das bisschen Zeit, was man über Weihnachten zu Hause ist.
Die Brille wird ganz schön warm hier, ey. Also nach 2 Stunden oder so merke ich doch die Druckstellen von meiner Brille unter der Brille. Happy Hour Bonus XP starts tomorrow. Okay. Wo stand das jetzt? Auf Twitter haben sie es geschrieben. Piranha surft 50%. Entspannt rum. Nee, wie gefällt es dir? Woody, was meinst du denn konkret? Das Spiel? Bei, das gefällt mir sehr gut, das spielen wir ja sehr oft. PJ bei Population One, oder? Mhm. Achso, nee, du meinst die G2. Ja, finde ich sehr okay, aber geht halt nur am PC, das Ding. Und ich bin nicht so Fan von PCs. Es bringt immer sehr viel Gehassel mit sich. Was? What the hell? Was? Buah, lo han vuelto a dejar a la quinta hostia. Un Mario Kart, pero de VR. Ah, es que vale, no me acuerdo el nombre. ¿Cómo has venido? ¿Un Mario Kart? Es como un Mario Kart, pero de VR. Vas cogiendo trampas, la vas lanzando. Pero es el Dash Dash World. No, no, digo de la Play. PlayStation VR, no, no está. Vale, PlayStation no está para VR. Para, no, no está, no está. Steam. Vale, ok. Salió vale, para vale, PC, vale. Sale para Steam y para PlayStation VR, para Quest no. Yo ahora estoy jugando al Indeed porque lo tenía pendiente, lo pidió en oferta. Y la verdad que me está gustando, lo que es muy chungo. Y el Players Benear, que la verdad que hoy he jugado, me he pasado en un rato el 35%. Que estrés de juego. Habt ihr schon angefreundet? Nö, nö. Aber der eine hat gerade PlayStation VR gesagt. Ich weiß nicht, welche Sprache die gesprochen haben. Portugiesisch oder so? Keine Ahnung. Und... Hallo. Hallo. Was geht ab? Seid ihr bereit für fürchterliche Siege? Ja. Na dann. Treten wir in den Ring. Okay. Hast du deine Sprache wieder umgestellt? Nee, hab ich vergessen. Scheiße. Ah, ich bin immer noch in Französisch. Shit. Ja, ich wollte Pott sagen. Das ja, ja. Die ersten. Pott. Wir könnten Food Hills mitnehmen. Food Hills? Ja. Kann man machen. Food okay. Hills. Ach scheiße, bei mir wird es in Französisch angezeigt. Ich weiß nicht. Ey, da sind ganz viele Leute eben drunter gegangen, Jungs. Oder wart ihr das? Wo? Was waren wir? Nee, ja, echt jetzt. Scheiße, was mache ich noch? Ich bin ganz alleine. Komm mal. Ich gehe schon mal in der Raffinerie los, um... Alles klar. Der hat ihm gesagt, Lagas, und das klang ein bisschen wie Lachgas. Sehr lustig. Vielleicht ist das ja die Symbolik dieser roten Zone. Dass der Lachgas auf uns zukommt? Ja. Das wäre witzig. Da liegt was Violettes. Oh, da liegt mehreres Violettes, das will ich haben. Was Violettes? Naja, AK. Zweimal. Okay. Na, eine AK habe ich schon und. Ja. Ja. Ja, okay. Ja. Ich habe mal eine mitgenommen, vielleicht nicht genau eine. Was, John? Oh, da kommt ja eine Wand. Da fehlt ja der Verstand. Scheiße, ich bin aber außerhalb der Zone. Ich muss bald wieder zu euch kommen. Wie ärgerlich. Ja, du bist aber mehr in der Zone als wir. Ja. Echt jetzt? Du brauchst also nicht zu uns kommen, wir kommen ah, zu ja, dir. Ja, natürlich. Entschuldigt. Ich habe die Situation falsch eingeschätzt. Bitte nehmt meine Entschuldigung an. Wie konnte ich nur? Wie konnte ich nur? Naja, nehmen wir das auch noch mit, ne?
Oh, Rucksack. Statt einer Granate kann ich ruhig mal eine Banane mitnehmen. So, möchte jetzt jemand noch eine AK dreschen? Oh, danke. Ja, ich würde sie nehmen, wenn du sie jetzt nicht brauchst, gerne. Nicht zwingend. Bist du denn? Ach, da ist er. Hier, hier, jo. Ich komm zu dir. Nein, hinter dir. Ich bin hier. Vielen Dank. Bitte sehr. Das Ladegeräusch alleine bei dem Ding. Oh, sexy. Oh, krieg ich die Granate noch? Nein. 212 Schuss, dann habe ich eine kleine Knarre. Naja, ist doch ganz okay. Diminution de la zone de bataille dans 30 Sekunden. Ja, okay, ein bisschen. Hallo. Stell dir mal vor, Leute würden im realen Leben so abgehen. Einfach so geradeaus durch Häuser gehen, ohne zu stoppen. Oh, das wäre super. Sicher? Du sitzt so beim Fernsehen gemütlich und dann kommt plötzlich einer an einem Fenster vorbei gekrabbelt. Aber so machen die das doch im Fernsehen sowieso schon. Ja, im Fernsehen. Was denn, wenn ich den Himmel auf habe, sehe ich es nicht. Ist mir eigentlich auch egal. Ich mach's Fenster auf, damit das nicht kaputt macht. Wie jetzt? Einfach. Also Fenster und Tür sowieso offen stehen lassen, naja, sonst hauen sie mir ja regelmäßig die Tür und Fenster kaputt. Das stimmt. Und dann, ist mir das ist sehr schlau egal. Von dann können sie auf jeden Fall durchrennen einmal. Zum Fenster raus und dann 30 Meter nach unten, ist okay. Wep. Oh, wir sind ziemlich weit auseinander. Ja. Wir sollten demnächst mal wieder... Bisschen mehr zusammenfinden, ne? Oh! Oh! Goldene CX4. Oh! Oh! Da kann man sich schon mal ausdrucksstark freuen. Ja, auf jeden Fall. Gold, Junge. Gold ist sowieso geil. Gold ist das Beste, ey. Ich freue mich schon, wenn sie irgendwann Jade-Waffen einführen. Damit dieses langweilige Gold dann mal wieder gesteigert werden kann. So, jetzt kletter ich auch mal da hoch und guck mal, was da los ist, warum die da oben sich so gut verstecken können. Also, was denkst du denn, was da los sein wird? Ich guck mal auf die Baustelle, was ich von dort aus so sehen kann. Ich heute schon ein paar Mal von hier oben getötet wurde, ohne dass ich die treffen konnte. Sag mal, ich weiß, was du meinst. Bin ich der Einzige, dem aufgefallen ist, dass hier der Kompass fehlt, oder bin ich bescheuert? Kompass habe ich. Ah ja, ich habe auch einen. Ja, entschuldige, ich habe ihn nur... Ich habe ihn in einem anderen GUI-Element vermutet. Oh, ich sehe da hinten Leute. Was heißt denn da hinten? Da, wo? Am Tower? Okay. Ja. Okay. Das ist ja ein Mühe entfernt. Ja. Da können wir ja ganz ruhige Kugel schieben, ne? Ich gehe die Wände hoch. Ja. So eine Top-Mechanik in diesem Spiel. Sehr geil. Pappmechanik. So, jetzt verstecke ich mich hinter einer Wand. Und jetzt kann ich sogar den Chat lesen. Ich habe auch die G2. Und nu? Habe heute Elite in VR mit G2 erlebt und hatte mir Socken ausgezogen. Okay. Wie lange spielt da ihr noch? Hinten auf den Dächern. Ich glaube nicht mehr so lange. Feinde. Ja, die bekriegen sich schon gut gegenseitig da. Ich sehe sie auch tatsächlich. Oh, schade, dass ich keinen Scharfschützen-Ding sie habe. Mhm. Sonst hätte ich Lust, den. Die Turmuhr, die schlägt, wenn. Ja. Die Zone. Schießen die schon? Braucht einer von euch noch einen Rucksack? Nee, alles voll hier. Alter, echt jetzt? La superficie de la zone de bataille diminue. Was ist denn eigentlich gerade? Oh scheiße, die rote Zone. Na gut. Ich muss meine schöne Burg verlassen. Okay. Wenn ihr aufpassen, da sind
Krass, ja, ich komme rüber. Die stehen noch auf dem Dach da, wie es aussieht. Ja, da wird schon. Wenn wir clever sind, machen wir hier oben am Friedhof ein bisschen von einer höheren Position weg. Alter. Okay. Was? Nennt mich die bitte Mo Supermaster Tenzin. Ich hab den Typen ihn aus der Luft geholt und das war der letzte. Gucke an. Ich hab nichts dazu beigetragen. Ich hab ihn eben aus der Luft. Guck mal, Runde gewonnen. So, man kann nicht klappen. 100 total mit einem Kill. Ja, ich hab nichts gemacht. Ich hab 0 Kills, 0 Damage, 0 Revives. Das ist doch mal nett. So, jetzt bin ich echt vorsichtig mit der Couch. Ja. Das läuft doch mal hier heute gut. Also, ab jetzt irgendwie. Ich werde das Video später so schneiden, dass nur der hintere Teil dran ist, okay? Und ich muss die Sprache umstellen. Okay, eine Siegesrunde mit absolut 0 Punkten hatte ich ja noch nie. Mo, die Runde hättest du auch ohne uns gewonnen, theoretisch. Ja. Ich brauche euch trotzdem als moralische Unterstützung. Auch, weißt du, allein das Wissen, dass ihr da seid, stärkt mir so den Rücken, dass ich so eine mutigen Sachen mache. Scheiße, warte mal. Das steht hier, steht Pret. Hä? Ich muss pieseln. Oh, ich auch. Mach doch, wir können auch kurz Pause machen, dann lese ich mir mal Chat und so. Ja, okay, ja, lies mal Chat. Mach mal, geht mal. So, Chat, jetzt haben wir Zeit für uns. Sagt Fragen. Ja, eben haben wir gar keinen Kontakt gehabt, beziehungsweise der Kontakt, der wir hatten, die waren dann schon runtergedöselt. Ich habe übrigens hier in den linken Controller, bevor wir angefangen haben zu spielen, ich weiß nicht mehr, wann das genau war, 21:30 Uhr oder so, zwei Akkus reingetan, ja, 1,2 Volt Aufladeakkus. Und Steam sagt, ich habe von 4 nur noch einen Punkt Akku im linken Controller. Ah, schon interessant. Das ist eine Geschichte, da muss man sich bei der Quest echt gar keine Sorgen mehr machen, ne? Die hält wochenlang mit einem einzigen Akku, also die Controller, das ist echt angenehm. So. Ja, aber mir wird jetzt langsam das Headset unangenehm. Ja. Wie gesagt, weil ich da noch die Brille drunter habe und so. Irgendwann die kleinen Druckstellen, die es macht, die wirken sich dann schon aus. Uah. Ja, aber dem kann man halt Abhilfe schaffen mit so Einlegelinsen. Ich weiß nur nicht, ob ich mir jetzt für die Brille hier auch nochmal Einlegelinsen besorge, wenn ich sie eventuell noch wieder weggebe. Weil tatsächlich ist für mich das... Was ist das denn? Der Benefit im Verhältnis zur Index eigentlich nur, dass sie ein bisschen flexibler ist, ja? Dadurch, dass man nicht die Lighthouse-Tracking-Stations aufstellen muss. Ja, okay, die Index hat dann auch noch irgendwie die handlicheren Controller, aber... Ich muss mal gucken. Ich muss mal mit der Index nochmal Population 1 spielen. Wollen wir nochmal entscheiden. Was machst du denn da für lustige Piktogramme? Oh, die beiden sind... Die sind jetzt gegangen, für immer. Ich würde eigentlich auch gerne was trinken. Aber ich glaube, ich habe hier nichts. Wartet mal. Oh. Doch, ich habe was. Eieiei. Da hat das glattes Wasser. Ich denke mal, wir machen jetzt auch nicht mehr so lange. Obwohl wir gerade heftig am Gewinn sind. Übrigens, das ist das Lustige bei der Quest, ne? Die können nicht ihr Headset abnehmen und schnell mal auf Klo gehen. In dem Moment, wo der Detektor weg ist, fliegen die sofort automatisch aus dem Spiel hier raus. Mit einem PC-Head kannst du das machen, PC-Headset, aber so nicht. Da ist die Quest ein bisschen empfindlicher, beziehungsweise Population One ist da auch ungnädiger, ne? Sobald sie keinen detected, zack, fliegt man aus dem Spiel. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Ganzen Chats sind zu. Ah, Dexter. Moment.
da habe ich euch wieder. Hä? So. Oh oh. Nur noch 35 Zuschauer. Jetzt sind es wieder 39. Die Jungs kommen gleich wieder. Wir können gleich weiter ballern. Ich könnte euch, eigentlich hätte ich euch mal in der Pause den Bot-Modus vorstellen können. Der ist nämlich eigentlich auch ganz witzig. Man kann jetzt auch im Team oder alleine gegen Bots spielen. Und die sind total schräg. Welcome back. Guten Abend. Guten Abend. Wie geht es Ihnen? Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt wieder. Ja. Jetzt habe ich Bier weggebracht und neues Bier geholt. Das ist hervorragend. Das klingt doch nach einem komplett guten Konzept. Ja, das klingt nach Urlaub. Ah, wie lange hast du? Das darf ich hier nicht verraten. Dann wäre ich gesteinigt. Wieso? Ja, weil es unerhört lang ist. Bist du dir sicher, dass du unerhört lang Urlaub im Verhältnis zu mir hast? Nein, das nicht. Im Verhältnis zu arbeitenden Leuten, die zu tun haben, ständig, immer. Die können dir ja nichts. Sag's einfach, komm. Sag's. Sag's. 4 Wochen am Stück. Oh, das ist okay. Drunter würde ich einen Urlaub auch gar nicht anfangen. Armin, die G2 kostet, wenn du sie jetzt bestellst, kostet sie 700 Euro. Die Leute, die wie ich, die damals vorbestellt haben, im Juli oder so, die bezahlen nur 580 Euro, beziehungsweise die haben sogar jetzt noch... Wieder. Oh, die haben sogar noch 50 Euro wiederbekommen, weil das jetzt so lange gedauert hat. Also die Vorbesteller haben ein verhältnismäßig günstiges Gerät bekommen. Ne? Also ich habe jetzt unterm Strich 530 Euro bezahlt oder so für eine G2. Und wenn du sie jetzt kaufen würdest, dann kostet sie 699, glaube ich, oder so. Na, also unter diesem Aspekt. Gulp, gulp. Ich wundere mich aber, wie wenig Leute wir heute in der Friendlist sehen. Naja, ist ja aber auch mitten in der Woche. Stimmt. Ne? Ist ja kein Wochenende. Ja, aber tatsächlich ist die sonst abends besser gefüllt. Ja. Ist ja auch schon wieder etwas später geworden. Ich halte aber auch nicht mehr so lange durch, Leute. Irgendwie muss ich mir mal das Ding wieder aus dem Gesicht reißen und eine rauchen oder so. Irgendwelche Yoga-Meditationsübungen machen. Ach. Ja, doch. Heute glaube ich nicht mehr. Ich bin irgendwie ein bisschen verspannt. Mach doch mal mit der G2 einen herabschauenden Hund. Ja. Gibt es nicht sogar so eine komische für die Quest, so eine Yoga-App oder so? Nee, das ist nicht Yoga, das ist so Tai-Chi-mäßig, genau. Was wohl ja einer vormacht und du machst. Kann ich mir aber nur sehr schwer vorstellen, ehrlich gesagt. Sogar mit der Quest. Oh nein. Hier unterstützt du das. Did someone say they're using hand tracking? Nicht wirklich. Nee, nicht so wirklich. Okay. Ich hab's mal gewonnen. Ja. Damn, yeah, girl. Ist ja das, wovon die Chinesen glauben, dass sie deswegen 100 Jahre alt werden. Tai Chi, oder was? Es gibt's ja so eine Oculus-App, die hat jetzt auch Handtracking. Aber ich hab die mal gewonnen. Ist so lala. Du, ich würde es aber nicht unterschätzen, Piranha. Dieses wenige an
Bewegung, was man da macht. Ja. Immer noch besser als ja, so. Ich glaub, ja, ja, ich gar keine, glaub, das Bürorücken und sowas. Das ist sehr gut, das wieder machen. Ich mache ja im Springen also. Okay. Ich mache ja im Prinzip auch nur so relativ entspanntes Yoga. Aber hatte jetzt seit 2015 nie wieder Rückenprobleme. Also das hilft tatsächlich. Einmal die Woche. Ich mach das ja auch ab und zu. Ja. Also zurzeit leider zu selten, aber das ist wirklich. Ja, bei uns effektiv. Geht's halt nicht zurzeit, weil Lockdown. Aber da kann man doch zu Hause was machen. Achso, ja, ja, na klar. Aber ja. Das wiederum. Also das ist der Lockdown keine Ausrede. Ja, 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 das fällt mir irgendwie ein bisschen schwer. Mir hilft das, wenn ich irgendwo hingehen muss, um so ein bisschen den Kick zu behalten, weißt du? Ja. Motiviert ja auch nochmal anders. Ja? Mo, du musst, wir sind hier schon wieder der Käse, ja? Nur, dass du Bescheid weißt. Ach, scheiße. Ja, okay. Aber hier fällt gerade ein Airdrop runter, ne? Warum sagst du das so komisch? So als ob das meine Schuld wäre. Nein, ich weiß nicht, weil du einfach runtergesprungen bist, so. Ich bin dann hinterher. Wo seid ihr denn? Benny ist, ach so, Benny ja. ist am anderen Ende der Karte. Ist wo ist er denn? Und was ist hier schiefgelaufen? Ich hab keine Ahnung. Du hast vollkommen recht. Ich bin in der Raffinerie. Oder wie auch immer das Synchronisieren bei dir nennt. Wir haben hier oben Leute direkt, die jetzt auf uns schießen und die vom Friedhof her auch auf uns schießen. Also wer schießt auf uns? Warum sagst du das? Na, von links und von rechts wird jetzt auf uns geschossen, Mo. Also aber wir müssen jetzt hier schießt doch keiner. Also wir machen doch gar nichts. Wir haben doch niemandem was getan. Ja, die kann aber gleich schießen. Nein, werden sie nicht. Hör auf, das zu erzählen. Das sind total nette Leute. Ich weiß gar nicht, was du hast. Hier schießt doch keiner auf uns. Da sind Leute auf jeden Fall, aufpassen. Und da vom Friedhof werden sicher auch gleich welche kommen, weil die da zum Friedhof gehopst sind. Ich sehe keinen. Also, wenn euch das in irgendeiner Form helfen sollte, ich loote gerade. Du blutest? Oh, okay. Nicht schlecht. Piranha macht hier irgendwie Panik, mache nur. Ja, wow. Ja, ja. Okay, aber eigentlich müsste ich Panik machen, weil ich werde beschossen. Siehst du? Nur die Looter werden beschossen, wie das alte Sprichwort sagt. Ich zieh mich mal zurück, wa? Mhm. Oh. Oh. Ganz schönes Schild ist wieder weg. Tja. Da kommen sie vom Friedhof. Ich hab was gehört, ja. Ich höre Stimmen vom Friedhof. Oh. Die kommen aber hier direkt zu mir. Ja. Scheiße. Oh. Das war tatsächlich gerade zu kompliziert zu koordinieren. Pass auf, das sind zwei. Hau ab. Oh. Wollt ihr mit euren toten Körpern zu mir kommen oder wollen wir einfach rausgehen und. Zu anstrengend, ja. Das war schön. Ich werde mit meinem toten Körper hier chillen. Ich krabbel Piranha auf den Rücken und er trägt mich zu dir. Na kommt, Jungs, wir müssen weiter. Oh, muss ich ja auch. Food Hills, toll, da wo ich gerade eben weggelaufen bin. Wann spielst du Rec Room mit der Community? Weiß ich nicht, Armin. Haben wir noch keinen neuen Termin? Es gibt nur eine vage Idee, so ein bisschen Silvesterparty zu machen. Aber da ist noch nichts wirklich beschlossen. Chaka, chaka. Oh, okay, bin auch tot. Ach! Hart den langen Weg, ne? Oh nein, wir waren tatsächlich die allerschlechtesten. Das erste Team, das gestorben ist. Seht ihr, so kann das gehen. Von absolutem Ruhm bis zu Kellergeschoss. Das war nix. Hallo? Ich glaube, ich und Piranha hätten nicht pinkeln gehen sollen. Ja. Unter Druck sind wir scheinbar besser. Das hat unseren Flow unterbrochen, glaube ich. Okay, dann warten wir mal entspannt ab. Wann spielst du Rec Room? Ja, müssen wir mal die Tage so ein bisschen ins Auge fassen. Meinst du eine, so eine Weihnachtsfeier? Ja, eher so eine Neujahrsfeier. Ich meine,
Diesmal gibt es ja wirklich keine Neujahrspartys, oder? Aber das war ja so ein Tag vor Neujahr, das war nicht original Neujahr. Ja, genau, war ein Tag vorher. Dieses Jahr. Das war trotzdem cool. Könnte ich mir fast vorstellen. Ich weiß ja nicht, ich denke, also offiziell darf man ja nicht großartige Action machen, ne? Beziehungsweise offiziell, boffiziell, also diesmal ist es ja nicht nur, wie sagt man, gesetzeswidrig, sondern gesundheitsschädlich, wenn man das nicht einhält. Hast du was getrunken? Squidlard, wie geht es dir? Alles cool. Ich schieße nicht, Digga. Don't make me. Was? No. Ich glaube, er ist etwas suizidgefährdet. No. Dude, I need this gun, dude. Don't do that, guy. There is so much... Don't do that, guy. I can't do it anymore. You just jizz. Human centipede? Quit Human lad. Centipede? Warum kann man hochkommen und in die Schiffszeit kommen? Wenn die anderen nicht. Okay, die. Doch, einer ist runtergesprungen. Zwei. Na dann. Boah, ich kann auch einen Hebel ziehen. Ein Hebel? Obwohl? Nee, man, die gehen ja alle runter. Ja, Cliffside, ne? Ein bisschen Ruhe zum Looten. Oder Complex können wir uns noch raus. Obwohl Complex kommen sie auch hin. 60 Seconds. Dann kommen wir. Wo drüben sind sie auch weit weggesprungen, ja. Na dann Complex und haben wir gleich Ruhe vor der Zone. Jo. Okay. Komm mal, Plexe! Ich flieg zum Propeller. Oh mein Gott. Ich flieg zum Propeller und hoffe, da ist ein Scharfschützengewehr. Dann bleibe ich da oben. Wow. In Planes geht ein Drop runter, Leute. Ja, war auch. Ich hatte ja vorhin, hatte ich einmal ein Scharfschützengewehr. Oh, eine Pistole. Toll. Naja, was soll das denn, ey? Aber hier geht gerade ein fetter Drop runter. Eigentlich könnte ich mir den direkt holen. Ich tue es. Klar, gönn dir. Ja, gönn mir. Eigentlich müsste ich der Einzige sein, der hier in der Nähe ist. Lopapa! Wonderland! Oh, hier ist ein goldenes Scharfschützengewehr, na klar. Brauchst du eigentlich nur noch Ziele? Ziele. Die sich möglichst nicht bewegen. Ich brauche nur noch Ziele in meinem Leben. Krabbeln und dann, ja. Ich könnte mir aber vorstellen, jetzt den Propeller wieder hochzukrabbeln mit dem Ding. Mit meinem neuen Schatz. Wie lange man da wohl laufen muss? Doch, gut. Was? Scheiße. Was mache ich hier? Ich bin auch nicht mehr so konzentriert, wie es mal früher war. Ist ja auch schon spät geworden. Ah, ja. So, kleine Orientierungsrunde. Ihr seid Complex. Ich werde jetzt dieses Ding hier hochklettern, hab da Bock drauf. Genau genommen bin ich auf dem Weg zum Komplex. Ich mache jetzt richtig Sport hier. Wenn ich oben angekommen bin, ist die Zone wahrscheinlich schon längst geschrumpft, sodass ich irgendwo anders hin muss. Alter, das ist wirklich meine Ansage hier. Ja. Ich bin auf dem Weg zu PJ. Höhenangst. Schild habe ich dir gelassen, aber hier unten habe ich so ziemlich leer gemacht. Und okay. Hey, wo sind meine ganzen Waffen? Was ist denn das hier? Ich bin Oberherrn. Wie geil. Ich habe es erreicht. Alles im Leben, was ich erreichen wollte. So. Irgendwie nur Kackwaffen abgegriffen. Ja. Yep. Ziemlicher Müll.
So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich hier irgendjemand sehe und er snipern kann. Ja, ich sehe jemanden. Das ist ja absurd. Ey Leute, ich habe sogar jemanden getroffen. Ich lach mich kaputt. 95 Schaden. Jetzt habe ich ihn aber aus dem Auge verloren. Wo sind sie? Fuck. Da, jetzt sehe ich ihn wieder. So ein Sterne-Geschichten hier. Und eine goldene Seite. Warte mal, ich muss gucken. Oh, ich habe nur 9 Schuss insgesamt. Scheiße. Das ist nicht so dolle. Das ist nicht so cool. Ja, ich habe extra ein paar Pakete eingesammelt unten, aber das hat es noch nicht so gebracht. Die 9 Schuss muss ich mir echt gut einteilen, ey. PJ, hier ist noch ein Rucksack. Das Scharfschützengewehr ist noch drunter. Ich bräuchte eine Menge Munition dafür. Eine vernünftige Assault-Waffe. Habe ich auch noch nicht. Ein Sterne AK bis jetzt bloß. Bleib doch mal stehen. Ah. Also Scharfschützenmunition ist hier mehr als genug. Ich wüsste auch gerne, wie die Mechanik funktioniert. Ich schieße mal ein bisschen in die Nähe. Echt jetzt? Die Person schießt zu mir hoch und trifft auch noch. Das ist ja ein Witz, oder? Battlezone tracking in. 30 seconds. Oh, plus ein Stern, Alter. Wir sind hier im Ein-Sterne-Land. Oh, du hast hier noch einen Rucksack. Da kannst du noch eine Ein-Sterne-Waffe mehr mitnehmen. Oh. Echt jetzt? Oh, aus dem Observatory wird gesniped. Ja. Scheiße, und vor allen Dingen haben sie auch tatsächlich ein bisschen Schild mehr abgezogen. Oh, jetzt muss ich mal langsam hier ein bisschen... Wollen wir uns noch weiter zurückziehen? Ja, wollte ich eigentlich. Ein bisschen. Wo war hier noch ein Rucksack? Du bist schon zu weit da. Oben drauf. Wo seid ihr? Oh. Na, den hatte ich ja schon. Ich sehe leider den Sniper nicht. Schade, dass es hier nicht so ein Glänzen gibt. Bewegen sich dort. Ah, und? Ah ja, jetzt sehe ich ihn. Danke, das hat geholfen. Ich sehe ihn. Und da hinten. Oh, Alter, sie haben mich getroffen. Ich fasse es nicht. Oh, ich bin so schlecht, ey. PJ, hier ist eine 2-Sterne CX-4. Jungs, plötzlich habe ich totales Interesse, zu euch zu kommen. Okay. Komm rum. Ich komme. Ey, abgefahren. Ich schieße wie ein Bescheuerter da oben. Und die holen mich da echt runter. BJ, CX4, 2 Sterne. Ja. Wow. Ich sehe gar nicht, wo du bist. Ah, beim Komplex. Da, wo wir wieder hin müssen. Ich jetzt? Nee, also ja, wir müssen wieder zu dir. Ja, ich bewege mich gerade auf euch zu. Es wird wahrscheinlich nicht komplett reichen, aber ich bin ziemlich weit gekommen. Ah, da bist du. Okay. Ja. Schaffst du es jetzt an die Wand? Alter, die Arme werden mir lahm vom Fliegen. Warte, ich komme. Oh. Scheiße, so schnell bin ich nicht. Jetzt, ich bin da. Oh, fuck. Ja, da hinten liegt eine AK. Dankeschön. Munition lege ich dir her. Ja, danke schön. Und guck mal, hier drinnen sind noch ein bisschen. Okay. Ein bisschen Munition habe ich auch. Oh, okay. Ansonsten Bananen, warte. Mo, komm her. Irgendwer ballert hier hin, aber beeil dich. Hinter dir ist die rote Zora. Und dann ab in die Zone. Ab in die Zone. Hier drüben zum nächsten Gebäude. Wegen der Deckung. Wegen der Deckung. Oh oh, da fliegen sie aber auch hin, du. Benny. Ich würde hier. Da kommen gerade. Ist noch ein R. Zwei Gegner. Oh ja, ich hör's. Naja, nicht so gut. Ich find's hier auf dem Felsen viel schöner. Ich auch jetzt, wo du sagst. Oh nee. Ja. Alter, ich bin schon wieder vernichtet. Scheiße. Ich bin so ein Idiot. Sorry, mich hat's gerissen. Komm her, Mo. Ja, ich bin da. Ja, wobei.
Ich komme langsam auf dich zu, im Schneckentempo. Ja, danke. Wobei ich jetzt echt nichts habe, ne? Ich gehe mal hier hinten in die... Warte. Whatever. Nee, ist gut. Ich versorge mich ein bisschen mit dem Nötigsten. Guck, ah nein, die Zone! Diese verschissene Zone. Teammate down. Fuck! Ich hatte sie fast, alle beide. Du hattest sie fast, alle beide? Ich hatte sie fast. 18 Schuss hier und 12 da, na, ist ja toll. Also hier, wo ich bin, sind zwei. Warte. Der eine wird wiederbelebt, der lädt gerade auf. Scheiße. Lass die sich mal sterben gerade. Ja. Oben auf diesem kleinen Tower, direkt vor mir, ist einer. Ah. Tötet Mo. Ja, pass auf, Piranha. Der zieht dich gerade richtig runter. Rechts von dir. Ja. Nicht hochgehen, Piranha. Bleib hinterm Berg. Einer, hinter der Mauer. Er kommt jetzt auf dich zu. Er kommt auf dich zu. Er ist über dir. Jetzt. Rechts von dir. Ah, sehr gut, sehr gut. Scheiße, Alter. Okay, da ist noch einer. Ist hier, eine wo meine Banane. Leiche ist. Der ist geht jetzt Banane. Über die Mauer. Ah. Kommst du dir? Scheiße, ich wollte die Banane noch schnell. Ja. Ich war zu low. Fuck. Den hätte ich aber nicht mehr geschafft, glaube ich. Wir sind Zweiter. Das ist okay. Ah. Eine Chance mehr für eine Banane. The Monster ate this und Le Perfect haben uns fertig gemacht. Ah, ja. Geht schlimmer, ne? So. Meine Lieben, ich glaube, ich mache jetzt aber Feierabend. Mir wird das... Ich muss mich mal bewegen und... was anderes machen jetzt. Mir tut's auch im Gesicht weh. Ja, letzte Runde, oder? Oh, na gut, allerletzte Runde jetzt. Okay. Wann spielst du Rec Room? Also, weil Bitte Royale in Rec Room würde richtig fühlen. Das Battle funktioniert Royale. Jetzt übrigens auch auf der Quest 2. Ja, ich weiß. Ja, wir haben auch schon dieses Battle Royale in Rec Room haben wir auch schon öfter gespielt. Das ist halt auch ganz süß, ne? Also, kann man echt machen. Aber da brauchst du zum Beispiel 14 Leute, damit das überhaupt losgeht. Und das ist immer ein ganz schöner Organisations-Overhead. Bis die alle da sind, bis die alle bereit sind. Irgendjemand hat dann immer seine Unterhosen vergessen oder sonst was. Das, bis du da zum Spielen kommst, vergeht erstmal eine Dreiviertelstunde. Und so weiter und so weiter. Hallo Tag. The Crafter. Hey. Dead. Emanuel SWE. Was heißt denn das? Yeah, Sweden. Sweden? Sweden? Yeah. Ah, okay. Yeah. Weihnachtsmann. Den bring ich um. Sweden. Vor uns ist der Friedhof. Das dürfte ja einige Leute wegloggen. Ich mag den Friedhof nicht. Ach, wir springen aber schon lauter Menschen. Also, ja, Potski, wa? Potski, Klamotski. Wow. Wäre ja Komplex durchaus eine gute Möglichkeit. Schon wieder? Ja. Hat uns doch eben schon so viel Glück gebracht. Oder ich gucke nochmal nach einem Scharfschützengewehr auf dem Propeller. Ja. Das klappt bestimmt diesmal. In der Armory ist definitiv jemand. Auch direkt zum Komplex. Ah, shit. Supply drop deploying to cemetery. Yep. Und er fliegt direkt zum Schild. Ich flieg weiter. kommt er vor mir an. Hat also die besseren Chancen. Oh Gott, beinahe wäre ich dran vorbeigeglitten. Ja. Oh. Nein! Oh Gott. Nee. Ich balanciere gerade einen Propellerflügel hoch. Ich bin so fresh. Und hier ist nichts, womit man von einem Propellerflügel runterschießen kann. Wo seid ihr hin? Ich hab's nicht mitgekriegt, Leute. Entschuldigung. Farmlands. Echt?
So weit weg. In echt. So weit weg. Das ist aber auch so, so eine Zonengrenze. Ich mache mir jetzt mal was richtig Merkwürdiges. Oh, hier liegt aber auch wirklich nichts rum. Ich wollte es nicht sagen, aber ja, hier liegt nichts rum. Gott, ist das furchtbar. Bisschen traurig. Ich habe eine Granate als Waffe. Ich bin auch. Ich korrigiere mich, ich habe zwei Granaten. Ja, scheiße, muss ich jetzt echt so eine UMP mitnehmen? Ich habe eine MP5 mit einem Stern. Das ist auch nicht besser. Hä? Okay, das ist kein guter Start. Ja. Oh, eine MP5 mit zwei Sternen. 4, 2 Sternen. Oh Mann. Und? Hey! Okay, es geht bergauf. Da ist ein Rucksack. Das ist schon halt von mir, ey. Ganz bekloppte Nummer, die ich hier mache. So, ich gucke ja mal noch aus Werbeschild. Echt jetzt? Ich will das nicht. Okay, mit orangener Munition kann ich euch erschlagen. Erschlag uns. Komm ich drauf zurück. Ich kann auch hier eine Menge gebrauchen. Witzigerweise. Meine eigene ordentliche Waffe ist Dingsi. Oh, wobei, wir müssen Richtung, Friedhof. Dann würde ich Friedhof jetzt noch am Tower rechts vorbei, da sind am wenigsten lang geflogen. Findest du? Ich weiß nicht, bei der Nachbarplattform sind eine ganze Menge runter. Oder wird begegnen dem Komplex-Team? Ja. Achso. Ruckesacke, ich glaub's ja nicht. Oh ja, vor uns. Wo seid ihr? Da, wo du den Pfeil hast, sind Gegner oder was willst du sagen? Nee. Dinge. Da. Sexy Dinge oder was? Das waren sexy Dinge. Okay. Hast du jetzt sexy Dinge oder Gegner markiert? Gegner. Ich hab einen Gegner markiert. Probieren rechts vorbei am Tower. Rechts vorbei am Tower. Oh, ah, ich schieß auf mich. Schweine. Gut. Dann, ja, ich höre schon die Schritte. Ich warte hier. Was macht ihr, Bösewichter? So. Rote Zone kommt auf. Scheiße. Oh, da oben baut sich jemand eine interessante Bridge. Seht ihr das? Oh. Ah, scheiße, da oben. Ja. Oben, Leute. Den könnte ich mir vielleicht holen, wenn ich... Na, ich brauche hier gar nichts, ey. Ja, dann ist... Ist der letzte da oben. Ich bin zu blöd. Treff nichts. Ganz im Gegenteil. Lass mich hier wegballern. Kaputt. So ein dummer wieder, damit ich meinen Scheiß sammeln kann. Kaputt. Ja. Auch dringendst Heilung, aber ja. Deine Banane. So, hat er mir was Schönes mitgebracht? Ja, hat er, oder? Oh, eine CX4. Banane fehlt mir trotzdem. Achtung, Leute, ich höre hier da oben, irgendwo... Da kommt der Nächste, oh Gott. Ja, keine Reaktion mehr. Was ist mit dem? Der ist immun. Ah, fuck you. Mach ich! Scheiße. Der ist tot. Der hat die Granate erwischt. Du bist auch erst tot, wenn... Ja. Ah, fuck, ja. Mich hat er im Flug weggehackt. Ja.
Ja. Oh, alle auf einmal tot. Okay. Bisschen haben wir ja mitgenommen. Ja, das war jetzt keine ruhmreiche letzte Runde, aber so gutes Mittelfeld, ne? Passt schon. Spekteten? Spekteten? So, ich guck mir das mal hier an. Ich weiß nicht, ob die anderen mitgekommen sind oder sich rausgeömmelt haben. Also, die Schweine vom Team F, wie ich sie nenne, treffen wir auf ein voll intaktes Team. Denen geht's aber eigentlich auch ganz gut. Alright. Und das sind aber auch die letzten, die in der Party noch sind hier. So, richtig. Okay, okay. Das sieht ganz gut aus für Team B gerade. Jetzt nicht mehr. Alter. Gut ruhen. Tu was. Ist erstaunlich, wie sich sowas schnell wenden kann manchmal. Aha. Die bauen sich hier mal Schutzwände. Oh 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 oh. Oh Alter ey. Complete Guarantee. Es ist sowas von runter gerade. Der kriegt noch einen guten Schuss ab, dann ist er hinüber. Und er versemmelt hier gerade seine schönen Granaten. Ja. Jetzt hat er nämlich auch nicht mehr viel. Das, ja, okay. Tatsächlich die F-Schweine gewonnen, ey. Chefschweißer, das war sogar ein Deutscher. Sehr schön, sehr schön. So. Puh. Eigentlich sieht der Himmel ja ganz schön aus. Sorry Leute, dafür ich hatte spektiert. Hell auch noch, enttäuschender. Ja, ja, das dachten wir uns. Alles klar. F hat gewonnen. Ja. Die Leute, die uns dann abgezogen haben. Für heute Feierabend, oder? Mir reicht's ehrlich gesagt, ja, ja. Mir ja, ich bin auch durch. Schmerzt das Gesicht, okay, das der war Rücken. Trotzdem super. Hat Spaß gemacht, ja. Ja. War sehr amüsant schon wieder. Vielleicht sehen und hören wir uns ja morgen. Vielleicht. Mhm. Also bei mir wird's, ja, Nachmittag so, ich glaube ab 15 Uhr müsste ich eigentlich am Start sein. Also für... Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich da auch online bin. Wir schreiben einfach mal, ne? Ich werde morgen mal versuchen auszuschlafen. Guck, ob das ja, klappt. Das würde ich auch versuchen. Alrighty. Dann schönen Abend euch. Okay. Macht's gut, ich zeig nochmal, glaube ich, kurz. Ach, das geht gar nicht, da muss ich euch ja rausschmeißen oder so. Ja, falls YouTube noch da ist, tschüss YouTube. Ja, YouTube ist noch da. Tschüss. YouTube. Okay. Battle, okay. Wie komme ich denn hier? Jetzt, da. Zack, so. Ne, mach ich ein andermal. Ich dachte, ich zeig vielleicht nochmal schnell den Board-Modus, aber kann man ein andermal machen. Ich bin jetzt echt erledigt. Also Fazit mal wieder. Es geht eigentlich alles, aber ich gerade bei diesem Spiel ist es so verrückt, weil das spiele ich immer auf der Quest. Und bei vielen Spielen sitze ich einfach auf der Stelle und mache Sachen, ne, das funktioniert gut. Aber da, wo man sich bewegt, und bei dem Spiel hier habe ich mich gewöhnt, irgendwie es im Stehen zu spielen, da stört mich auch das Kabel immer ein bisschen. Ja, also ist schon netter mit der Quest dann. Paar Pixel mehr oder weniger sind mir dann nicht so wichtig. Schon insgesamt ein bisschen entspannter. Aber grundsätzlich seht ihr, ne, funktioniert das. Also unterm Strich haben sie manchmal ein paar Aussetzer, ne, auch gerade wenn man hier so Occlusion-Sachen macht. Hin und wieder merkt man schon, dass er so ein bisschen Probleme macht, aber im Großen und Ganzen geht das. Bei der Quest aber wiederum, bei dem Inside-Out-Tracking, muss man eigentlich nie drüber nachdenken. Das funktioniert wirklich immer. Ja? Also das ist schon noch stabiler. Aber wenn jetzt jemand da unterwegs ist, der sagt, ich möchte auf jeden Fall mehr Pixel und kleineren ist gut. Ich habe es schon gesagt, ich sehe hier überhaupt gar keinen Screen-Door-Effekt. Ja? Also wirklich Zero. Ich gucke gerade auch nochmal in den Himmel, um das irgendwie wahrzunehmen. Ich muss mich irre konzentrieren, um da wirklich die Pixelstrukturen zu sehen. Eigentlich wurscht. So. Und damit bin ich dann raus, meine Lieben.
das war's. Super lange Session auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben 3 Stunden gespielt oder mindestens 2,5. Ich sehe gerade erstaunt, es ist 0.46 Uhr. Schande. Alter Schwede. Okay, okay. Ja, machen wir Feierabend. Also, aber geiles Spiel, ne? Ihr habt es auch gesehen, vor allen Dingen, wenn man dann wirklich mal eine Runde irgendwie gewinnt und einen coolen Move macht oder so, das macht einfach Spaß. Haut rein. Macht euch noch einen schönen... ihr geht jetzt bitte ins Bett und macht mal Nachtruhe, damit ihr für morgen fit seid. Denn morgen ist ein neuer Tag. Ich bin raus. Glitzermo. Das sieht hier immer so nett aus mit den Glitzerdingern, weil die so blau aussehen in dem Video. Macht's gut!